Wenn wir auf PlayStation spielen, dann haben wir immer einen, der Gold legt, einer, der Rot legt. Aber auf PC spielen wir mit Mods. Da haben wir quasi die Mods, die einrichten, dass einer blau und einer rot ist. Dann sieht man das noch viel besser, weil Gold und Rot ist, kann ja auch zu, ne? Aber blau und Rot haben wir auf PC. Das ist dann richtig, richtig geil. Es beginnt in 3, 2, 1 und los. Und damit startet unser erstes Match heute in diesem Magier-Turnier. Links zu sehen, Bean, rechts zu sehen, Mac Casual hier mit den Spirals. Versucht hier den mehr auf Range zu gehen, also ihn langsam zu chippen, aber es kostet natürlich in dem Fall auch viel FP, also viel Mana, ganzen Space zu casten. Und wenn jetzt natürlich Bean darauf wartet, zu punishen, zu warten, ungefähr sein Mana mitkalkuliert, das ist ja sehr stark in diesem Turnier. Ein Großschwert kommt raus. Sehr interessant, jetzt aber auch von Mac Casual, der Slicer, er war ja schon gestern dabei, das heißt, er konnte schon ein bisschen hier austesten. Und Bean hat auch als einziger von den beiden bis jetzt den Casting Speed Talisman drin. Das heißt natürlich, er könnte zum Beispiel mit Swift, Glintstone, Shard gut traden und danach rollen, was natürlich mit niedrigerem Casting Speed nicht so leicht möglich ist. Bis jetzt aber hält Bean sogar noch den HP-Vorteil, was vermutlich auch der natürlich höheren Casting-Geschwindigkeit zu schulden ist, was ich ganz interessant finde. Und da kommt der Parry raus. Und damit geht die Tier von Bean weg und Bean jetzt nur noch auf 1000 HP. Sehr schön. Wie gesagt, Slicer absolut darf geparried werden, hier auch mit Misericord gecrittet werden. Und das ist nicht zu unterschätzen, der Schaden, wie wir gerade sehen konnten. Bean nur noch auf 500 HP. Mac Casual hat dieses Match gerade komplett umgedreht durch seinen Parry. Bean jetzt nur noch auf 175 HP. Ein Hit vom Slicer weg und Mac Casual gewinnt diese erste Runde in diesem Turnier. Ja, also da haben wir direkt mal ein paar neue Sachen gesehen. Auch diese, oh, da sieht nochmal schön der Parry hier für den Mega-Crit-Damage. Da haben wir auch nochmal coole Sachen gesehen mit dem, mit diesen, wie heißen die, diese Bögen, die hatte ich gar nicht erwartet. Die find, da, hier, Diese diese Arcs, Bogenspam, ja. die heißen Was soll irgendwie das? Glintstone Arc oder so. Warum benutzt man die? Die sind doch voll scheiße. Also, oder? Also, ich meine, Bean ist einer der besten Spieler der Welt, also irgendwas wird er da gucken, aber, also ich hätte niemals, hätte ich das eingebaut für dieses Turnier. Aber hier wird sich von beiden das tatsächlich um die Ohren gehauen und mit dem Slicer gefinisht. Interessant. 3, 2, 1, Fight! Und damit geht es los. Kein Physik-Punish hier, aber die Swift Pebbles, die drücken schon ordentlich durch auf Seiten Beans gegen Mac Casual. Mac Casual ist hier gerade noch ein bisschen mehr. Ich würde sagen, vielleicht nochmal mal ausprobieren. Wie gesagt, wir haben auch ein Losers Bracket, wo man durchaus wieder bis ins Finale vorrücken kann. Wie wir gestern auch gesehen haben von Sasumoto. Aber bis jetzt Bean eindeutig im HP-Lead. Kann hier allerdings den Cerulean Mana hier nicht punishen. Und bis jetzt, da sehen wir das eine oder andere Parry-Versuch von Mac Casual, der jetzt aber noch nicht durchgekommen ist. Hier auch auf Seiten Beans. Also beide haben ihr Schild mit Carrion Retaliation zum Parryen draußen. Und beide versuchen hier natürlich ein bisschen sneaky den Slicer zu parryen und damit extreme Priorität zu erlangen, wenn sie einen extrem hohen HP-Vorteil dadurch generieren können. Ja, bis jetzt beide Spieler aufeinander drauf. Keiner möchte direkt zum Slicer gehen, wie wir hier auch schon kurz sehen können. Und da kommt der Parry von Bean, aber der Swap, das sah mir nach einem Soft-Swap aus. Der war leider zu langsam, um dann in den Riposte reinzugehen und Mac Casual dann führt an richtig schön zu punishen. Aber macht nichts. Beide sind hier ungefähr auf gleicher HP. Bean ein bisschen im Vorteil momentan noch, aber mit seinem Greatsword. Das verbraucht natürlich sehr, sehr viel Mana. Nicht zu unterschätzen hier auch, was so ein Greatsword an Mana brauchen kann. Und hier die Phalanx schön durch die Carrion Retaliation Parry. Und bis jetzt schafft es aber Mac Casual schön auf Bean drauf zu bleiben, ihm nicht die Ruhe zu lassen. Bean hier aber mit dem versuchten Konter Parry. Und bis jetzt Mac Casual weiterhin auf Bean drauf. Beide haben noch ihre Physik und jetzt beide noch ihr Bubble Tier, aber Bean leicht im HP-Nachteil. Jetzt Bean auch Bubble Tier geprockt. Und da kommt nochmal der versuchte Parry von Mac Casual. Natürlich der Crit, was Crit sozusagen hier an Schaden austeilen kann, ist deutlich, deutlich signifikanter als vielleicht der kleine Schaden, den man durch einen fehlgetimten Parry hier erleidet, durch zum Beispiel einen Slicer. Und bis jetzt beide relativ gleiche HP.
Wir sehen hier aber auch interessanterweise, Bean hatte bis jetzt noch nicht die Zeit dazu, seine Talismänner zu swappen. Und was mir gerade auffällt, oben der Ritual Swap Shield Talisman von Bean. Der ist natürlich sehr, sehr stark im normalen PvP. Im Magier-Turnier wage ich das bis jetzt aber noch zu bezweifeln, da der Chip-Damage sehr, sehr leicht rauskommen kann. Und hier ist schön der Jump-Slicer gegen den Parry. Ist natürlich auch eine valide Technik hier. Sehr schön, ein bisschen Abwechslung. Und hier wieder für die Flintstone Arcs und mehr Slicer aufeinander eingeprügelt. Bis jetzt Bean im HP-Defizit, keine Talismänner-Swaps hier. Jetzt geht er aber für den Blue Brandshot Talisman, um die Verteidigung nochmal zu erhöhen. Ich weiß nicht, wie relevant das noch sein wird, da der Schaden vielleicht schon zu hoch ist in diesem Status. Und ja, damit geht die zweite Runde ebenfalls an Mac Casual hier. GG's. Absolut irre. Also direkt im ersten Match, obwohl wir Casual ja gestern auch schon drin hatten im Turnier, direkt im ersten Match benutzen die hier ganz andere Spells, ganz andere Fähigkeiten. Es wird geparried. Wir sehen Repost. Wir haben einen misslungenen Repost auch von Bean gesehen, wo er dann auch mit dem Dagger, glaube ich, einmal Schaden zugefügt hat. Da muss man aufpassen. Ne? Eigentlich Rule Break an der Stelle, aber im Endeffekt kann es passieren. Ich weiß nicht, hat er nochmal nachgesetzt? Ich glaube, er hat sogar dann nochmal nachgesetzt. Also er hat schon. Hat auf jeden Fall nicht mehr gehittet in dem Fall dann. Ja, er hat klar, irgendwie einmal mit dem Dagger, glaube ich, getroffen. 4, 3, 2, 1, go. Und beide Contestants gehen hier für den Physik, kein Punish in Sicht. Jetzt werden sich die Pebbles um die Ohren gehauen. Bean will jetzt natürlich auf Nummer sicher gehen. Und hier keine Schwäche zeigen, keine Experimente mehr machen. Bis jetzt nur Pebbles und Slicers. Hier kommt das Großschwert raus, das karianische Großschwert. Oh, das war ein interessanter Turnaround hier. 360 Glintstone Arc. Wer hätte es gedacht? Bean geht für die Jump Attack. Im Moment, Bean vorne, holt sich hier nochmal den Ritual Sword, den Ritual Shield Talisman raus mit einem Talisman Swap, wie man es erwarten kann. Ich meine, dadurch, dass die kleinen Damage-Zahlen da sind, kann man natürlich mit Talisman-Swaps hier öfters den Ritual Shield rausholen. Das hat er nur im Match vorher, glaube ich, nicht ganz so gut hingekriegt. Interessant auch hier dieser Spell, dessen Name mir ums Verrecken nicht einfallen will. Es ist irgendein Spell, der Richtung Crystal Release geht, aber mit, ich glaube, Soul Mars mäßig, ich weiß es nicht, irgendwie sowas. Interessant, was die Leute hier für Spells tatsächlich rausholen. Der ist wirklich Magic nicht so strong. Downpour heißt der, also dieser Regenschauer, den wir gerade gesehen haben. Ich danke dir. So, was ist jetzt hier los? Okay, da holt sich Bean den ersten Punkt zurück. Das sah geil aus. Ey. Okay, aber so ein bisschen Taunting muss auch immer in Ordnung sein in solchen Matches. Ja, und wie ich sehen finde, war gut zu sehen, wie stark hier doch tatsächlich die Parries gespielt werden. Wir haben sogar zwischendurch hier gerade gut zu sehen von Mac Casual den Dagger-Talisman gesehen. Das heißt, die Spieler fokussieren hier sogar tatsächlich auf ein Parieren, was viel Schaden verursachen kann. Allerdings, Bean hier hat letztendlich den ersten Parry von seiner Seite heute aus gelandet, der dann auch repostet wurde. Vorhin ja dieser unglückliche Chip, wie man hier sehen konnte, geil. Schön in den Post reingehauen. Und zack, weg. Weg war Mac Casual. Ja, damit Matchpoint verhindert von Seiten Beans. Es geht los in 3, 2, 1, Fight! Ja, beide wieder für ihre Physik. Hier allerdings kurz der Punish von Seiten von Bean aus. Sehr interessant, hier für den Swift Pebble zu gehen. Und wir haben anscheinend momentan Internetprobleme von Seiten Beans. Der Desync wurde jetzt aber wieder behoben. Kein Disconnect, sehr gut. Pakete wurden gedroppt. Ein paar Pakete wurden gedroppt, genau. Bis jetzt, hier Bean. Schön für den Crouch gehen ist natürlich wichtig, wie Ono gestern auch schon erklärt hat. Wenn ihr croucht und daraus den Slicer dann benutzt, dann ist der Casting Speed auf maximaler Geschwindigkeit. Das heißt, egal welchen Casting Speed oder wie viel Virtual Decks ihr normalerweise habt, solange ihr croucht, bevor ihr den Slicer benutzt, ist der Casting Speed auf maximal erhöht. Ja, und bis jetzt, hier sehen wir den nächsten Repost von Seiten Beans. Ja, sehr, sehr schön hier. Und damit ist die Tier auch schon weg für Mac Casual. Vielleicht werden sich die Contestants auch nochmal überlegen, andere Spells zu benutzen. Bis jetzt haben wir heute noch keinen Piercer oder sowas in der Richtung gesehen. Und hier kommt der nächste Parry von Bean. Und damit der Ausgleich. 2-2. Ich kann das nicht mehr. Gestern haben die Leute so krass nach Parries gefischt. Die ganze Zeit. Es war Fishing of Parries.
permanently und keiner hat die Parries bekommen. Und jetzt auf einmal sehen wir einen Parry hier nach dem anderen. Liegt es an der besten Connection von Seamless? Wahrscheinlich. Auf jeden Fall insane hier. Sehen wir einen Parry nach dem anderen. Bean holt sich den Ausgleich. Wir sehen jetzt Matchpoint. Direkt erstes Match 2-2. Und Leute, Slicer ist powerful. Aber Slicer ist auch gefährlich. Wir haben es geschafft. Genau. Wir haben es geschafft. Jeder, der hier in diesem Turnier Slicer spammt, ist doomed. 3, 2, 1, fight. Ja, und hier versehen wir beide der versuchte Punish. Sehr interessant. Kurz für den Swift-Glinst und Scrap hier zu gehen. Jetzt sind beide wieder miteinander auf dem Slicer. Vielleicht sehen wir auch ein paar wieder Jump-Slicer-Benutzer. Aber bis jetzt, beide gehen versuchen auch zu parryen hier. Sieht es auf jeden Fall sehr, sehr witzig aus. Da, ja, wie gesagt, Slicer kann geparried werden. Genauso für viele andere Spells, solange man auch den Stab noch, also solange man noch nah genug dran ist, um den Stab zu parryen. Bis jetzt, Bean hat hier einen guten AP-Lead ausgebaut. Und wir sehen auch von beiden hier den Bulgur-Talisman. Das ermöglicht ihnen natürlich, solange sie über 102 Poise sind, zwei Slicer-Hits zu tanken und dann erst vom dritten sozusagen gestaggert zu werden. Das ist sehr, sehr stark, vor allen Dingen, wenn man so nah aneinander drauf ist. Bis jetzt sieht es nach einem absoluten Slicer und Parry Retaliation Parry Mirror aus. Sehr schöner Mix-Up hiervon. Bean hat hier auch das Karianische Großschwert gelandet. Und ja, bis jetzt Bean absolut noch im HP-Lead. Vielleicht sehen wir auch wieder einen Parry-Versuch von Seiten Bean, der auch nochmal landet. Könnte hier natürlich jetzt auch instant mehr casual finishen. Bis jetzt Bean noch im deutlichen HP-Lead. Mit über 1500, mit Bubble Tier 1600 HP in etwa. Und hier holt er nochmal schön das Großschwert raus. Kann nicht so leicht geparried werden. Und ja, Mac Casual ist schon auf 600 HP runter. Das hat jetzt Bean nochmal komplett umgedreht. Unsere erste Runde hier heute. Ja, und Mac Casual, wer von beiden hat jetzt momentan auch mehr Mana, ist relevant. Slicer ist natürlich sehr Mana-effizient. Jetzt werden beide vielleicht ihre Talismänner spotten, wie hier gut zu sehen. Vielleicht sehen wir hier auch nochmal einen unglücklichen Parry. Dadurch kam nochmal etwas Chip Damage durch auf Mac Casual. Mac Casual jetzt sehr, sehr niedrig und fast nur noch ein Slicer-Hit weg von seinem Ende. Jetzt hier kann er den Pressure aufrecht erhalten. Das ist natürlich sehr, sehr schwierig, da wir bis jetzt noch kaum Consumables witzigerweise gesehen haben, die aber natürlich nicht so effizient mehr sind, solange man noch den Bulgur-Talisman drinne hat, weil über 100 Poise ist natürlich nochmal stärker für den Bulgur-Talisman, um zum Beispiel sowas wie Gravity Fans oder so dann doch zu tanken. Jetzt auf jeden Fall MacCasual nur noch 32 HP hier auf seinen letzten paar HP. Jeder Chip Damage kann ihn hier finishen. Und Bean, ein schöner Mix-Up hier mit den Jump Attacks, nicht mehr möglich zu parryen. Aber bis jetzt, MacCasual hat sehr gut seinen Boden und beide sind jetzt gerade auf relativ weiter Distanz. Wollen beide wahrscheinlich hier nochmal nachtrinken, ja, wie wir hier genau auch sehen können, weil beide low on Mana waren. Und jetzt ist es natürlich sehr schwierig für MacCasual gerade zurückzukommen, weil Bean hier für den Parry auch eventuell warten könnte. Zumindest hat er absolut keine Angst davor gehabt, in MacCasuals Gesicht dort zu stehen. Jetzt Bean aber auch relativ low, hat MacCasual sehr, sehr schön gemacht, ihn hier langsam runter zu chippen, wird jetzt allerdings gerollt catcht. Und damit geht diese erste Runde in diesem Best of 5 an Bean. 3-2, sehr schön. Sehr, sehr schön, ja. Da hat Bean sich den Sieg der ersten Runde geholt. Ich sehe hier im Chat, dass die Leute tatsächlich sehr heiß darauf sind, dass wir Dagger Repost bannen. Problem is, we can't really do it, because it would force people to change builds now and this would not be alright. So, we have to stick with the rule sets. Please make the best out of it. Ich fand die Matches tatsächlich sehr unterhaltsam. Und ich denke, es ist in Ordnung, dass Slicer so eine hohe Gefahr ist, geplayt zu werden. Und ich finde es auch schön, dass so Spells wie jetzt das Karianische Großschwert dadurch benutzt werden. Und Leute müssen den Parrier dann raushauen und bekommen dann das Großschwert ins Gesicht, weil es den gleichen Ton macht. Wir gehen in Runde 2. Lass uns loslegen. Es geht los in 3, 2, 1. Fight! Ja, und damit, hier kommt der Frostpot raus. Leider etwas zu kurz geworfen. Das heißt, der Punish ist nicht gelandet. Aber ja, Frostpots sind auch sehr stark, weil nicht alle über 380 Robustness gehen. Das heißt, ein Frostpot kann instant Frostblocken. Und hier Deathrankers. Ah, wir sehen mittlerweile mehr Consumables. Interessantes Matchup.
Vor allen Dingen, da wir gerade noch andere Space kurz für einen Moment gesehen haben. Jetzt aber wieder hier Ruth ziemlich stark am Drücken auf Griffin Dyer mit den Slicer. Wenn man da natürlich zwischendurch entweder auf 103 Poise hier hochgeht, wie man es von Griffin Dyer gerade sehen konnte, also beide auf über 100 Poise, gehe ich jetzt mal von aus, kann man zwei Slicer-Hits mit tanken und der dritte staggert dann halt. Oder man nimmt natürlich jetzt in dem Fall Fandagers Gravity Fans raus und kann damit direkt, wenn der Gegner auf einem drauf ist, ihn stunnen. Bei 103 Poise ist das nicht so leicht, aber es besteht immer noch die Möglichkeit, da ja auch Phantom Hits Poise Damage machen. Ja, bis jetzt beide Swift Pebble haben wir ja hauptsächlich gesehen, Swift Glintstone Shard und hier wieder der Slicer, nochmal ein bisschen Schaden durchgedrückt auf Seiten Ruth und der Frostpop Punish landet hier, dadurch geht die Verteidigung natürlich nochmal runter von Griffin, da ja jetzt auch die Tier schon leider weg und ich finde es interessant, diese unsichtbaren Sorceries zu sehen. Hier in diesem Match hatten wir bis jetzt noch nicht oft. Gibt es ja auf Doppel Staff of Loss, was sehr viel Schaden macht, ist aber heute nicht möglich. Und Griffin da ja jetzt leider schon auf 132 HP runter. Ich finde ja auch sehr interessant den Talisman-Swap auf plus 5 Magie. Und damit der Marquis-Port von Ruth finished hier. Griffin da ja in der ersten Runde. Sehr, sehr interessant. Andere Space, andere Consumables. Das ist doch mal was. It's a good tip, Gryffindor, to not activate the seamless items, because they will reset you when you reach 1 HP, and that will cost you 1 HP. If you get to 1 HP, you won't be able to fight anymore, so don't activate them. Ja, wir haben ein schönes Match gesehen, würde ich sagen. Ich habe kurz mit Gryffindor auf Englisch geredet, weil ich glaube, er kann nur Englisch. Ich hoffe, er hat es gehört. Ruth natürlich eine absolut krasse Spielerin, hat schon oft gezeigt, dass sie sehr, sehr anpassungsfähig spielen kann und es überrascht jetzt wenig, dass sie sich hier den Sieg rausholt, wobei man sagen muss, dass Griffin da eben ein großer Mage-Enjoyer ist, also der Sieg hätte auch hier für ihn drin sein können. Schauen wir mal, ob er in Runde 2 überzeugen kann. Ja, und damit zähle ich dich in diese Runde 2 ein. Wir haben keine Swaps bis jetzt gesehen. In 4, 3, 2, 1, go. Und es beginnt. Beide Spieler hauen sich die Physik hinter die Rüstung. Da fliegen die Starshowers von Griffin D hier jetzt into Comets. Interessanterweise hat er diesen Trade sogar gewonnen, aber Ruth bekam daraus nochmal eine Glintblade Phalanx von ihren Carrion Retaliation. Und hat auch nochmal ein bisschen Counter-Damage machen können. Und nimmt hier jetzt die Führung an sich mit Glintstone Pebbles. Griffin daher entscheidet sich tatsächlich für die Knight Pebbles. Interessant, auf jeden Fall. Kann man machen. Hier kommen die ersten Slicer raus. Ja, es stimmt. Parry ist größer als Slicer, sehe ich hier im Chat. Es ist absolut richtig, dass Parry hier den Slicer countern soll. Das ist auch so gewollt von uns. Und die Hoffnung war dahinter, dass eben nicht so viel geslicert wird, was bis jetzt auch gut funktioniert. Wir sehen hier den Piercer rauskommen. Ruth behält aber einen kühlen Kopf, behält die Oberhand und sie kämpft sich hier weiter, immer weiter an die Front. Griffin daher versucht hier Matrizen aus Zaubern zu weben, kriegt es aber nicht so ganz hin. Die schlagen gleichzeitig an. Wenn man solche Matrizen webt, dann möchte man gerne, dass sie unterschiedlich einschlagen, damit man eben den Rollcatch eventuell rausholt. Allerdings hier, wie gesagt, klappt das bei Griffin daher nicht so gut. Vielleicht können wir nochmal diese Runde etwas von ihm sehen in diese Richtung? Ich bin auf jeden Fall mega gespannt, weil Griffin da hat auch schon gezeigt, dass er selbst richtig, richtig krasse Spieler weghauen kann mit ein paar Zaubern. Leider auch durch unsere Beschränkungen, die wir in diesem Turnier jetzt drin haben, nicht ganz möglich, Leute hier zu one-shotten. Eben wegen dem Lone Damage vom Meteoritenstab. Also ich bin gespannt, wie viel Schaden er da tatsächlich noch rausholt, aber er schafft es auch nicht wirklich, Ruth hier zu treffen. Ruth chippt Gryffindor hier langsam runter. Gryffindor bleibt aber auf den großen Space mit dem großen Damage. Er setzt hier wirklich auf die Schellen, auf die Rollcatchers und wird aber runtergechippt von Ruth fürs 2:0. GG's. Ja, und damit haben wir schon Matchpoint hier für Ruth. Sehr interessant. Gryffindor konnte leider nicht hier ganz wieder rauskommen. Könnte auch zum Teil an seiner Bild hier liegen, weil ich weiß gerade nicht, er hat es für den Burgo-Talisman drinne. Nur ganz den Zweck davon verstehe ich nicht, wenn man über 103 Poise kommt. Klar, es gibt noch andere Poise-Breakpoints, die wir besprochen haben, zum Beispiel um die 67. Aber die bestehen nur
soweit ich mich noch erinnern kann, gegen die meisten Ranged Spells. Also wenn ihr da sowieso über 52, also 52 Poise seid, dann seid ihr gegen einen Slicer Head sowieso sicher und das ist mit der meisten Rüstung erreichbar. Nur gegen diesen doppelten Slicer Head ist man eben nur mit Bulgo Talisman sicher. Und Ondo, ich sehe, beide unsere Contestants sind ready. Willst du mich in diesen Matchpoint für Ruth einzählen? Lass es uns tun. In 3, 2, 1, Fight! Ja, und hier unser Matchpoint für Ruth. Hier der Sneaky Frostport wäre fast gelandet, wenn Gryffindor nicht zur Seite gelaufen wäre. Hier die Comets sind natürlich sehr, sehr schön im Schaden, wenn sie landen. Jedoch, wenn sie nicht landen, ich muss sagen, eine gewisse Mana-Verschwendung, was man hier auch schon in diesem Turnier ein bisschen gesehen hat. Dieser Punish, den man noch besser landen kann, wenn man natürlich bemerkt, dass der gegnerische Mage out of Mana geht, ist natürlich auch sehr, sehr schön. Hier der Slicer, der Crouch-Slicer auf Seiten von Ruth, was keinen erhöhten Casting-Speed benötigt bis jetzt. Aber Gryffindor ja mit seiner Build hier noch relativ stark am Widerstehen. Momentan setzt er ein paar Glintstone Phalanx auf, um hier in Ruhe seinen Mana-Plus trinken zu können. Sehr schön. Versucht jetzt hier auch mehr auf die Distanz zu spielen. Wie wir hier auch schön sehen kann, mit Glintstone Scraps. Hier kriegt aber Ruth allerdings den Frostpot durch und das ist natürlich von Nachteil für Gryffindor. Gryffindor jetzt hier auch am Wegrollen und der Piercer hat eine schöne Range, hat hier aber nicht ganz ausgereicht, um Ruth hier noch zu chippen. Bis jetzt Ruth eindeutig im HP-Lead. Ruth auch etwas mehr am, ich würde mal sagen, effizienteren Spell benutzen. Wie gesagt, viele Spells, wenn sie zu viel Mana kosten, ist natürlich schwierig auf 125 Mana, eine gewisse Balance zwischen Mana, Casting Speed und vor allen Dingen Ausdauer für die Rüstung und auch noch Intelligence zu finden. Das heißt, auf 125 ist Mana-Management schon sehr, sehr wichtig, würde ich sagen. Wie wir auch bis jetzt sehen können, da Ruth hat anscheinend bis jetzt noch nicht einmal wieder Mana nachtrinken müssen. Hier kann jetzt auch relativ gut durchrollen und mit Swift Pebble Shard und den Greenstone Scraps den Pressure aufrechterhalten. Gryffindor sind noch auf 95 HP runter, hier sehr niedrig. Und da kommt noch der Parry Finish von Ruth. Sehr schöner Finish hier und damit steht es 3-0 für Ruth gegen Gryffindor. In der Tat, da hat Ruth einen ordentlichen Swipe hingelegt. Kann man nicht anders sagen. Gut gemacht und schön anzusehen. Ich werde jetzt eine Werbepause für euch einlegen. Genau. Wenn ihr zurückkommt, dann wird das nächste Match auch direkt stattfinden. Das heißt, an alle, die nicht abonniert haben, danke fürs durch die Werbung sitzen. Und ihr unterstützt damit den Kanal. Es geht auch schon los. Und ja, was sagen wir zu dem Match in der Zwischenzeit? Also ich fand's interessant, man hat halt auch einen gewissen Bildunterschied gesehen, würde ich sagen, von Gryffindor. Er hat sich jetzt mehr auf starke Spells fokussiert, wie man auch mit Comets sehen konnte, aber die haben halt viel Mana gebraucht, würde ich sagen. Unsere nächsten Spieler für heute, und zwar haben wir da Bronn the Goat und Space Ranger. Richtig. Beides extrem, extrem starke Spieler. Beides absolut haben die Möglichkeit, hier den anderen absolut platt zu machen, gegen die Wand zu fahren, aber ich denke, beide werden sich gut vorbereitet haben. Ich denke, wir werden auch sehr, sehr viele Slicer sehen in dem Matchup. Ich bin mal gespannt, wer von beiden die meisten Parries landen wird. Und ja, beide sind fertig. Mit der Ad-Pause sollten wir jetzt auch durch sein. Und damit, Ondo, willst du uns in dieses erste Match von Space Ranger gegen Bronn the Goat, beides sehr gute Spieler, einzählen? Es geht los in 3, 2, 1, Fight! Und beide gehen hier für den Crouch Physic. Das heißt natürlich, dadurch kann die Physik schneller getrunken werden. Sehr interessant, um den Punish zu verhindern. Auch sehr interessante Wahl hier von Seiten von Space Ranger, hier den Ritual Sword Talisman zu nehmen. Genauso auf Bronn the Goat Seite. Da ja Chip Damage sehr leicht ist. Und wir sehen bis jetzt hier ordentlicher Schaden von Bronn the Goat. Slicer gegen Space Ranger. Schon auf 800, 600 HP runter, beide hauen hier mit Slicer aufeinander ein. Keiner geht hier für den Parry, was ich natürlich gewisserweise witzig finde, muss ich sagen. So ein Parry nicht zu unterschätzen ist. Jetzt hier Space Ranger, beide sind am Monkey Mission. Bronn hat Priorität bekommen und Priorität gehalten und damit geht die erste Runde an Bronn. 4, 3, 2, 1 und es geht los. Beide Spieler buffen sich und wir sehen eine Glintblade, ich kann das nicht fassen. Da wird was gesettet hier. Space Ranger frisst die Glintblade sogar. Wechselt hier nochmal Talisman, um den Ritual Shield wieder hochzubekommen.
Ich glaube, es sind nicht ganz so viel Memory. Ich glaube, es sind 30% Damage Negation. Aber es ist trotzdem verdammt viel. Gerade im PvP reden wir bei 30% von enormen Zahlen. Die meisten Sachen, die über 30% irgendwas geben, sind für PvP genervt. Also selbst 25% Sachen wurden extrem genervt für PvP. Dann war das wahrscheinlich ein Mix-up mit Bubble Tier oder was es so gibt. Richtig. Und jetzt tatsächlich kommen auch andere Sachen. Was, ich bin mir nicht sicher, wo das Space Ranger noch gar nicht getroffen ist. Wirkt gerade. Ne, hier ja tatsächlich. Space Ranger hat hier sehr sauber gespielt. Und die Scraps hier zu benutzen, diesen Consumables, mit dem die blauen kleinen Sterne in die Luft gehen, die dann auf den Gegner zuschießen, ist ein Smart Move, da eben Consumables umso stärker sind in diesem Rooster, das wir haben, weil durch den Zauberstab, der relativ wenig Zauberskalierung hat, hat man hier einen relativ hohen, also im Vergleich einen relativ hohen Schaden auf den. Hier ein Missklick von Brondegold, ein Slicer into Thin Air. Interessant. Hat man hier natürlich ein relativ hohes Schadensverhältnis im Vergleich zu den Zaubern von den Consumables. Weil Weisheit können die Männer und Frauen natürlich so viel skillen, wie sie möchten. Und die Consumables skalieren natürlich trotzdem mit Weisheit. Da kann man natürlich noch einiges rausholen. Wir sehen einen Ursternregen. Kann ich es fassen? Unser erster Ursternregen für heute. Das war der erste Ursternregen überhaupt, glaube ich, in diesem ganzen, auch in einem PlayStation-Turnier. Wir haben keinen gesehen. Sehr hohe Mana-Kosten, sehr wenig Damage-Potenzial, also hohes Damage-Potenzial, aber sehr wenig Damage, der dann meistens dabei rumkommt. Und hier das Ende mit dem Slicer into Dicer. Ja, holt sich Bronn den zweiten Sieg. Da hat es Bronn am Ende doch noch umgedreht. Das sah das meiste Match so lang aus, als würde Space Ranger hier den Punkt holen. Jetzt Bronn aber schon mit 2-0 auf dem nächsten Matchpoint. Richtig. Und ja, was ich mir noch ein bisschen gewünscht hätte, klar, beide sind starke Spieler, beide wissen, wie sie hier wahrscheinlich die schönste Cheese-Build zusammenbauen können, wie man hier schön sehen kann, mit dem 103 Poise, Bulgo-Talisman und maximaler Schaden. Allerdings, ich würde mir ein bisschen mehr Range-Punish wünschen, also sei es jetzt ein bisschen mitzählen, ob der Gegner vielleicht Mana trinken muss, einen Frostpot draufhauen, weil keiner von beiden hat hier das Spiral Horn Shield, das heißt, beide sollten hier auch unter 380 Robustness sein. Das ist natürlich immer eine schöne Option für ein Range Punish, wenn man erzählen kann. Da hast du recht. Ondo, willst du mich in dieses nächste Match einzählen? Du kannst ja gar nicht mehr abwarten. Es geht los in 3, 2, 1, Fight! Und hiermit Matchpoint für Bronn. Beide gehen für die Physik, kein versuchter Punish. Hier als erstes zeugt Space Ranger den Swift Glintstone Scrap raus und kriegt den ersten Chip Damage damit auch durch. Jetzt beide aber noch. Jetzt bekommt Bronn den Ausgleich und damit sind beide auf unter 2500 HP runter. Bronn allerdings hat noch den Vorteil mit seinem Ritual Shield Talisman, der jetzt auch nicht mehr von Nutzen sein wird. Beide jetzt auf 103 Poise, wie gewohnt. Beide mit dem Magic Scorpion Charm Talisman, das natürlich den Magieschaden erhöht und den physischen Schaden reduziert, was sehr schön ist, da hauptsächlich Magieschaden hier in diesem Turnier ausgeteilt wird. Bis jetzt, Bronn hat den leichten HP-Lead, auch noch die Bubble, jetzt hier aber fast von Space Ranger gepunished, dadurch, dass er seine Phalanx aufgesetzt hat, die natürlich über Zeit verteilt hin schöne Pressure auch aufrechterhalten kann. Space jetzt leider schon out of Bubble hier und damit ist Bronn eindeutig in der HP-Führung. Beide versuchen hier mit Slicer den anderen als erstes runter zu chippen. Bis jetzt aber Bronn kann mehr Slicer durchdrücken und holt sich damit den Sieg 3-0 flawless gegen Space Ranger. Wow. Ich glaube, wir sind hier Zeuge geworden von einem weiteren Handshake zwischen Bronn the Goat und Space Ranger. Haben wir einen Parry gesehen in diesem Match? Nein, haben wir nicht. Vielleicht ist es ja auch nur ein Skill-Issue von den besten Spielern Europas. Definitiv. Vermutlich nicht. Ich glaube, wir sind mal wieder Zeugen eines Handshakes dieser beiden Spieler geworden. Wie schon auch im Goodbye Vanilla Turnier, in dem sie in einem Rule-less Turnier sich am Ende mit Starfists bekämpft haben, ohne Flaming Strikes mit Flame of the Red Mains. Ja, war sehr interessant, wie du schon erwähnt hast. Ich meine, und genau das, was wir gesehen haben, war eigentlich der Grund, warum wir Parry erlaubt haben, damit Leute nicht nur Slicer spammen. Aber gut,
wenn die zwei damit Spaß haben, dann soll es so sein. Schöne Matches auf jeden Fall in dem, was sie sich da gehandshaked haben. Love to see it. Und dieses Best of Five, Ruth gegen Bean in der zweiten Runde. Ondo, willst du mich einzählen? 3, 2, 1, Fight! Ja, links in Rot, Ruth gegen Bean. Ruth hat den ersten Punish sogar durchdrücken können. Tut mir leid, verwechselt. Ruth anscheinend auf der rechten Seite und Bean auf der linken Seite. Beide jetzt etwa gleiche HP. Beide benutzen hier auch wieder den Bulgo-Tanzmann. Das heißt, beide werden vermutlich versuchen, mit Slicer nachher wieder in den Nahkampf zu gehen. Hier auch ein sehr interessanter Mix-up von seitens von Bean. Hier mit dem Mist außenrum, mit dem AOE auch sehr schön. Weil wie gesagt, Frostproc ist sehr stark. Allerdings hier der Parry von Ruth auf Bean. Und damit geht dieser erste Punkt an Ruth. Sehr schön. Sehr schön, sie. Kann anscheinend sehr gut auch parryen. Sehr schön zu sehen. Guter Parry an der Stelle. Sauber gemacht. Love to see it. Ja, und wie man hier auch nochmal schön sehen konnte, der Swift Shard ist sehr, sehr stark auf mittlere Distanz und hier wird der Parry nochmal durchgedrückt mit einem Frostpot, was auch sehr, sehr viel Pressure auf Bean aufbaut, hier die Priorität zu halten. Und Bean hier mit der Jumping Attack wird dann aber letztendlich hier noch geparried von Ruth und damit der Tierskip und der Finish mit einem Parry von seitens Ruth ohne Dagger-Talisman wohlgemerkt. Sehr schön. 4, 3, 2, 1 und es geht los. Wir können hier sehen, auf der blauen Seite, Ruths Seite, die Physik ging direkt rein. Bean hat sich hier ein bisschen Zeit gelassen. Aber beide sind ohne Damage aus diesem ersten Trade rausgekommen. Bean hat allerdings hier direkt nochmal ein bisschen Chip-Damage sich einverleibt und ist jetzt hier nicht mehr ganz auf. Kann sich auch mit Talisman-Swap nicht mehr ganz auf den Ritual Shield. Nevermind, er hat sich wieder auf Ritual. Sein Leben wieder voll geswappt, aber jetzt auch wieder runter. Keine Talisman-Swaps so far. Sitzt jetzt auf seinen beiden Ritual-Talisman, geht für die Slicer-Action. Ruth hier absolut bereit zu parryen. Ja, das ist natürlich auch eine Option. Die Jump-Attacks, nicht parryable. Vielleicht sollten wir sogar noch eine Möglichkeit zum Backstabben geben. Dachte ich mir auch vorhin schon. Müssen wir nochmal überlegen. Aber wir werden ja auch sehen, was der DLC an neuen Möglichkeiten bringt für Magier. Da können wir auch sehr gespannt sein. Schön auch, wie Ruth hier, wie Bean hier jetzt seine Slicers so timed oder nur noch einsetzt, wenn er weiß, dass kein Counter-Parry kommen kann. Love to see it. Wir sehen hier auch immer wieder die Chips mit den Pebbles, was wir auch vorhin bei Ruth Duell gegen Gryffindor gesehen haben, dass eben diese schnellen, kleinen Chips ja, super effizient sind. Ruth schafft es hier auch, sich mal wieder schön herauszuheben und wenig Damage zu kassieren tatsächlich. Wir sehen im Chat die Frage, was ein Average Slicer dealt. Do you mean with a normal staff or with this rule set? Und wir sehen hier, Bean versucht jetzt hier die Mitte einzunehmen, aber er kann sie nicht ganz halten. Beide Spieler jetzt hier in der Mitte, die Slicer-Action geht los. Ist schön, dass wir jetzt auch wieder keine Slicer-Spams sehen. Ne? Es ist immer so ein vorsichtiges Anslicern. This rule set, I think, 150 to 200. Ja, denke ich auch. So um die 150 bis 200 Schaden, das ist schon ziemlich gut, ja. So, die Slicer-Duelle gehen in der Mitte weiter. Bean kann es hier schaffen, sich sein FP-Flask relativ unbeschädigt einzunehmen, bekommt nur einen kleinen Pebble dafür rein. Ich weiß gar nicht, ob Ruth überhaupt größere Zauber drin hat. Hier der Parry, wunderschön! Der Pebble into Parry, beautiful! Sehr verdienter Sieg hier für Ruth. 2-0, GG! Ja, und da würde die Uno-Reverse-Karte auf Bean gespielt, der ja in unserer ersten Runde hier die meisten Parries durchdrücken konnte. Wurde jetzt hier wieder mit einem Parry von Ruth gefinished. Bin mir sogar nicht sicher, ob das hier eventuell ein Tierskip war am Ende. Müssen wir gerade nochmal evaluieren. Hier der Pot drauf und dann müsste jetzt Bean hier gleich geparried werden. Ich bin gespannt. Es ist ein Tierskip, du hast recht. Ist ein Tierskip, ja. War ein Tierskip, richtig. Ich bin auch gespannt, ob es im DLC eventuell Magier-Spells geben wird, die für einen Repost
auch dann einen Crit erlauben. Also die sozusagen wie ein Slicer, nur als magischer Misery Chord oder also so fungieren können. Ondo, es ist Matchpoint 2-0 für Ruth. Willst du mich in diesen Matchpoint einzählen? Mach dich bereit, es geht los. In 3, 2, 1, Fight! Ja, und damit hier potenzieller Matchpoint für Ruth. Beide versuchen hier mit dem Frostbolt zu schießen und beide hitten den Frostbolt auch gleichzeitig auf den anderen Spieler drauf. Dadurch natürlich, zumindest auf Seiten von Bean, das Ritual Shield gepoppt und Ruth hier in Beans Gesicht zieht ihren Bolus durch und damit der Frost von Ruth geheilt. Ja, und hier sogar der Parry-Versuch von Ruth. Wohlgemerkt nur der Versuch, anscheinend hat es nicht mehr gereicht, um zur Waffe zu swappen. Hier jetzt aber der nächste Parry von Ruth. Beautiful. Wie gesagt, sehr, sehr schön, beautiful. Wenn die Spieler auch ein bisschen andere Space als nur Slice hier in dem Match-Turnier benutzen würden, wie zum Beispiel Piercer, wären diese Parries auch schon ein Stück schwieriger zu landen. Naja, bis jetzt beide gefrostpottet und beide sehr niedrig jetzt auf Bean, nur noch auf 50 HP. Hier muss jetzt versucht, den Swift-Shard zu parryen, aber der Schaden kam durch. Die Phalanx wurden zwar noch aktiviert, aber der Schaden kam durch den Parry durch und damit Ruth Flawless 3-0 gegen Bean. Krass. Sehr schön, sehr stark von ihr gespielt. Ja, da sage ich noch, Bean hat hier den Youth-Brain-Vorteil, aber my ass, Ruth hat das richtig gerockt. Schön, wie ich es gesagt habe, den Raum gelesen, richtig geil, diese Aktion auch mit dem Glintstone Pebble into Parry. Einfach Bean gelesen, richtig krass, das war einfach wunderschön, was Ruth hier abgeliefert hat in diesem Match. Gotta say. Das heißt, jetzt Blue Noctara gegen Dwayne, ich sehe aber immer noch keinen Dwayne online. TBH. Wir sehen jetzt im nächsten Match Space Ranger, einen der Spieler ever, gegen Blue Noctara. Blue Noctara gegen Space Ranger in 3, 2, 1, Fight! Ja, und damit geht es los. Beide gehen für ihre Physik hier und beide haben hier natürlich ein bisschen mehr Respekt vom anderen, haben den anderen noch nicht gespielt. Versuchen hier erst noch auf Range zu bleiben. Und hier von Blue Noctara, sehr schön, wäre ein anderer Magiespell rausgeholt. Kann auch sogar tatsächlich True Combon, aber er hat auch sehr, sehr schöne Schadenpotenzial. Hier Space Ranger leider mit dem etwas höheren HP-Vorteil. Beide sind jetzt auch wieder auf etwas höherer Distanz. Schöner Punish hier von Blue Noctara und rollt hier auch noch die meisten Phalanx, die Space Ranger mit Verzögerung hier aufgesetzt hat. Und jetzt beide Space Ranger swappt nochmal auf einen anderen Talisman, kann aber diesen Shield-Talisman nicht mehr benutzen. Und Blue Noctara hier könnte noch ein guter Comeback werden. Space Ranger gerade mal 400 Punkte noch im Lead. Und damit kann Blue Noctara sogar noch für einen Mana Flask gehen, ungepunished, sehr schön. Ist natürlich jetzt schwieriger für Space Ranger nochmal hier reinzukommen mit seinem HP-Lead, wenn beide auf Distanz momentan noch ehrenvoll spielen. Muss man sagen, Space Ranger war ja so einer, der hat immer gerne Slicer gedrückt, aber bis jetzt scheint er den Distanzfeind noch etwas mehr zu bevorzugen. Jetzt hier aber zweimal Slicer durchbekommen, damit ein 600 HP-Lead von Space Ranger und hier nochmal schön dieser Rock Magic Spell von Blue Noctara gesehen und fast der Parry wäre auch noch gelandet. Space Ranger. Ohne Slicer hier, wie gesagt, man kann Slicer auch noch spielen, man kann Slicer mit der Jumping Attack auch noch spielen und auch hier Adulas Moonblade, schönes Mix-Up. Ich wünsche mir, wir würden noch ein paar Piercer eventuell sehen, sei es jetzt von Noctara oder Space Ranger, da natürlich der Slicer in Piercer Mix-Up sehr schön ist und da er auch ein bisschen verzögert und dadurch eventuell auch Roll catchen könnte. Jetzt hier Space Ranger immer noch im HP-Lead, Blue Noctaras Tier ist jetzt gepoppt, dadurch hat Space Ranger fast, würde ich sagen, 1000 Punkte HP, wie der ja noch seine Tier offen hat. Aber er verbrauchte sehr, sehr viel Mana. Das heißt, Blue Noctara könnte jetzt bald für einen Punish gehen. Vielleicht kommt ein Frostpot hier raus. Vielleicht sehen wir auch einen Kometen. Ich bin gespannt, was Blue Noctara noch in seinem Repertoire an Spells hat. Space Ranger hier jetzt weiterhin auf Distanz setzt. Grimblade Phalanx ab. Hier kommt nochmal der Slicer-Chip durch. Sehr, sehr nasty, könnte man sagen. Jetzt hier, Blue Noctara versucht das Ganze zu countern, bekommt aber nicht genügend Schaden durch und hier der Miss-Swap von Blue Noctara auf den Piercer, leider nicht von Vorteil auf die Range,
hier nochmal in der Animation zu lang geblieben mit dem Mana Flask und dafür kann Space hier die ganzen Scraps, 20 Stück sind maximal erlaubt, zünden und somit den Pressure relativ hoch, relativ gut aufrechterhalten. Und hier wird auch Blue nach Tara unglücklicherweise von dem Glintstone Scrap gefinished. Und damit 1-0 für Space Ranger. Nach Tara, mein Lieber. Du kannst dich. Also, ich meine, Space Ranger hat ab und zu mal am Anfang die Glintblades eingewoben, weil die halt zusätzlichen Pressure machen. Nachdem er gemerkt hat, dass nach Tara sich davon treffen lässt, hat er die gespammt. Und das war vollkommen legitim. Nach Tara hat hier, obwohl er ein Parry-Shield hatte, sich nicht dazu durchgerungen, eine einzige von diesen Klingen zu parieren. Obwohl Space auch die Distanz gewahrt hat, Natara hat sich in der zweiten Hälfte des Matches nur noch treiben lassen, wo er in der ersten Hälfte noch echt gut dastand. Sehr schade an der Stelle. Blue Natara gegen Space Ranger in 4, 3, 2, 1, go. Und es beginnt, Natara entscheidet sich hier für, ist es ein, das war kein Komet, oder es war ein relativ kleiner Komet. Das konnte ich aus der Entfernung recht schlecht sehen, aber es ging auf jeden Fall für einen guten Schaden rein. Space Rangers Talisman hat hier ganze Arbeit geleistet, der Ritualschild-Talisman. Hier der super schnelle Swap auf Magieschild-Talisman. Ist es ein Skorpion? Ja, natürlich, der Skorpion-Talisman, super schlau. Na klar, der verringert ja nur die physische Resistenz physischer Schaden ist hier so gut wie keiner vorhanden. Ist natürlich doof, wenn man dann von einem Misery Cord penetriert wird, aber auch da bei dem Misery Cord Crit bekommt man nur einen Teil physischen Schaden. Also es kann sich unter anderem tatsächlich lohnen, so zu spielen. Hier mit dem magischen Skorpion-Talisman. Auch nach Tara, da sehen wir den magischen Skorpion-Talisman. Gute Wahl. Hat sich wahrscheinlich auch ein bisschen beraten lassen. Schöner Parry hier, so wollen wir das sehen. Into Fressen vom Glintblade. Es tut weh, diese Glintblades, die knallen noch immer für 400 Schaden rein. Sollte man sich ersparen, wenn möglich. Nach Tara jagt jetzt hier Space Ranger, der relativ passiv spielt. So etwas, was man eigentlich gut von ihm kennt. Dieses relativ passive Play. Nach Tara muss sich was überlegen. Er spielt zu lesbar. Er muss mehr Mix-Ups machen. Er muss mehr antäuschen, mehr finden. Er muss mehr rausholen. Space Ranger ist zu erfahren. Du kannst ihn nicht einfach umrennen. Aber nach Tara hält sich hier tatsächlich relativ gut. Man muss bedenken, seine Bubble Tier ist weg. Er ist also hier nicht nur ein bisschen hinterher. Er ist sehr weit hinterher. Und Space Ranger mockt ihn hier jetzt ein bisschen. Er kann sich die Trades erlauben. Oh, da sehen wir das erste schwarze Loch hier. Nice. Eternal Darkness, danke. Es frisst alle Spells auf. Außer Kristallzauber und natürlich Steinzauber. Und natürlich, glaube ich, auch keine Magmazauber. Also alles, alle Schimmersteinprojektionen, könnte man sagen. Wenn man Lore akkurat sprechen möchte. Jetzt kommen hier die Glintstone Scraps raus. Space Ranger versucht hier sein Lead zu zementieren. Nach Tara in der Corner. Space Ranger ist so bereit, hier jetzt Slicer zu ballern, aber nach Taras Schild scheint ihm doch ein bisschen Respekt zu machen. Könnte jetzt natürlich auch der übelste Parry-Scam werden. Oha. Hat nach Tara da gerade den kompletten Scrap schon gefressen oder war das Buggy? Oh, die Eternal Darkness frisst keine Glintblades, wie es aussieht. Oder der Glintblade war weit genug weg. Nach Tara desperate für einen Parry. Ist er auf 1 HP? Ist er auf 1 HP? Sehe ich das richtig? Oh je. Ja, zweiter Sieg für Space. Ja. Was hier interessant war, Eternal Darkness, also nochmal kurz als Referenz. Soweit ich das getestet habe, ist es für die ganzen Homing-Spells, also alle Spells, die sozusagen wenn du auf den Gegner drauflockst, gewisses Tracking haben. Bei Glintblade Phalanx, die sind dann nicht mehr direkt vom Spieler aus gecastet, daher haben die kein direktes Homing mehr vom Spieler aus. Und damit werden die von Eternal Darkness auch nicht absorbiert. Eternal Darkness trotzdem nicht zu unterschätzen, da es wie gesagt sehr stark gegen Range-Spells wie Kometen oder Swift-Charts ist. Und Base Ranger ist vorhin auch witzigerweise gar nicht mit Slicer direkt reingegangen bei Eternal Darkness, was er natürlich hätte machen können. Und damit Matchpoint für Space Ranger. Ondo, willst du mich in diesen Matchpoint reinzählen? Mach ich doch sehr gerne. Es geht los in 3, 2, 1. Fight!
Jo, fight. Und damit hier der voll aufgeladene Comet von Seiten Blue nach Taras und Space Ranger. Hier ein bisschen disrespektvoll direkt im Face die Physik getrunken. Jetzt wieder mit den Glintblade Phalanx, die natürlich, ich weiß nicht, ob man alle parryen sollte, weil wie man hier sieht, die kriegt man trotzdem gewissen Schaden, ehrlicherweise. Und dieser Schaden ist auch nicht zu unterschätzen, wenn er sich aufsummiert. Naja, bis jetzt, Carrion Parry erstellt schöne Glintblade Phalanx, die natürlich auch sehr stark sind, aber das Tracking von solchen Glintblade Phalanx ist nicht das Beste. Und hier der Slicer Mix-Up, sehr schöner Rollcatch, das habe ich gemeint, Blue Nachtara. Das musst du öfter drücken. Das ist einfach so ein schöner Mix-Up. Ich würde gar nicht so oft für Slicer gehen, sondern einfach Slicer ein-, zweimal und dann direkt Piercer hinterher, weil der Schaden sehr schön ist. Hier Space Ranger im HP-Lead kommt wieder. Ah, ne, siehst du? Phalanx werden doch von Eternal Darkness aufgegessen. So, so, haben wir wieder was dazugelernt. Habe ich auch falsch verstanden. Aber ja, Eternal Darkness ist sehr stark gegen Ranged Spells. Nicht alle Ranged Spells funktionieren. Also, was auf jeden Fall nicht funktioniert, sind diese Crystal Spells für den meisten Teil. Vor allen Dingen sowas wie Crystal Release oder so oder Crystal Birth. Die könnt ihr mit Eternal Darkness nicht essen. Aber, oh, sehr schön hier nochmal der Piercer Roll Catch. So macht man das. Lunachtara. Und Space Ranger und Blue Nachtara gleiche AP. Jetzt hier ein paar Dagger Consumables von Seiten von Space Ranger. Das waren vermutlich diese magischen Dagger, die natürlich auch dann immer ein FP brauchen. Was nicht zu unterschätzen ist, weil Space Ranger hier out of FP geht. Kann Nachtara das bald punishen? Ja, sehr schön. Hier kommt der erste Punish durch mit dem Slicer. Und hier setzt Space Ranger wieder mehr Phalanx ab. Er versucht jetzt für den Mana Heil bestimmt bald zu gehen. Ja, und da kommt der Punish durch. Sehr schön, Blue Nachtara. Und du hast noch die Bubble Tier. Das kannst du noch gewinnen. Sehr, sehr, sehr gut. Bis jetzt kühlen Kopf bewahren. Slicer vielleicht nochmal into Piercer reingehen. Weil so, Phalanx braucht natürlich auch immer Mana. Space hat jetzt natürlich einmal Mana regenerieren können. Das heißt, er hat noch momentan mehr Mana. Blue Nachtara hier als erstes wird von der Bubble Tier her gepoppt. Hat auch einen Parry bekommen auf die Phalanx. Und damit hat Space Ranger hier noch einen gewissen HP-Lead, der jetzt aber nicht mehr gegeben ist. Blue Nachtara ziemlich gleich auf. Und der Piercer Rollkette. Sehr schön, Blue Nachtara. Sehr, sehr schön. Und da sieht man, Piercer, Leute, ist nicht zu unterschätzen. Und was man natürlich auch nicht unterschätzen sollte in diesem Turnier, sind sowas wie Gravity-Fans, die dann solche Close-CQC Piercer, sehr schön, und da nochmal den Piercer gelandet und fast nochmal den Follow-up. Jetzt beide relativ low, nach Tara coolen Kopf bewahren, Slicer rausholen, beide haben noch sehr, sehr wenig Leben, um Counter-Hit. Oh, das hätte nach Tara tatsächlich noch gewinnen können. Space AI nur noch auf 200 HP gewesen. Das war am Ende sehr verdammt close. Nochmal nach Tara, da hast du aber einen rausgelassen im letzten Match. Ich hab's dir gesagt, ja. Ich hab's dir gesagt, nach Tara kann das durchaus hier gewinnen. Ja. Schön gemacht, also ja, schade, dass Nachtara da jetzt nicht den Sieg davongetragen hat. Schönes Piercer-Use, wir sehen jetzt schon das Halbfinale, Ruth gegen Space tatsächlich. Wird auch nochmal geil, können wir uns drauf freuen. Schön aber ja, auf jeden Fall, dass Nachtara hier nochmal einen rausgelassen hat, er kann ja nochmal wiederkommen, nachdem was genau, er mir gezeigt hat, definitiv. Gegen Mac Casual noch, also eventuell werden wir Nachtara später nochmal wiedersehen. Jetzt aber erstmal Ruth gegen Space Ranger. Ondo, willst du mich in dieses erste Match einzählen? Yo, let's go in 3, 2, 1, fight! Und damit geht es los. Beide gehen für ihre Physik, kein Crouch into Physik, also keine schnellere Physik. Hier aber bekommt Ruth den ersten Chip Damage gegen diese Phalanx durch. Sehr schön, auch wie gut Glintstone Shard hier ist. Nicht zu unterschätzen. Hier der Punish gegen diese Phalanx und natürlich auch die Mana-Effizienz muss man hier im Hinterkopf behalten, die hier Ruth aufbringt mit diesen paar Phalanx, gegen diese paar Phalanx von Space Ranger. Momentan Ruth noch eindeutig im HP liegt. Ruth sehr, sehr dominant momentan, hat sogar noch, jetzt nicht mehr ganz, jetzt aber wieder, das Ritual Shield Talisman drinne, der natürlich schöne Damage Reduction gibt. Jetzt hier aber durchgechippt von Space Ranger, aber kann hier gut die Distanz halten mit Swift's Glintstone Scrap. Hier jetzt wieder mit Slicer, vielleicht sehen wir auch mal einen Slicer into Piercer, aber bis jetzt alle Contestants bevorzugen es hauptsächlich für Slicer zu gehen, was eigentlich überraschend ist, weil ja vorhin schon gezeigt wurde, von Nachtara auch, wie stark Slicer into Piercer sein kann oder wie stark auch der Parry sein kann, wenn man nur Slicer spammt im gegnerischen Gesicht. Aber momentan hier, Ruth hat noch ihre Bubble drin, also eindeutig im HP-Lead gegen Space Ranger, beide auf dem Bulgo-Talisman, also beide über 102 Poise, um zwei Slicer-Hits zu tanken und dann mit dem dritten gestunt zu werden. Bis jetzt hat Ruth einen sehr, sehr komfortablen Lead noch mit ihrer Bubble Tier.
und beide gehen jetzt für maximalen Schaden hier mit dem Gravenmask Talisman und oben mit dem Scorpion Magic Talisman. Und damit bis jetzt sieht es so aus, als das Match noch gleich, relativ gleich auf ist. Jetzt Ruth aber schön mit den Punishers hier auf die Range. Mit den Swift Winston Grabs auch nochmal rausgeholt. Und hier der Finish auf Space Ranger. Wow. GG. Das zeigt, wie gut Ruth in diesem Matchup tatsächlich ist. Wow. Ja, Ruth, wie gesagt, jemand, der unfassbar, oder eine Person, die unfassbar gut den Raum lesen kann, hat man jetzt hier in dem Match auch wieder gesehen. Space hat sich da voll und ganz auf seinen Slicer wieder verlassen, aber Ruth nutzt hier auch diese Pebbles. So unfassbar disgusting, die aus in jeder freien Sekunde fliegt ein Pebble. Und das ist halt auch irgendwo Teil der Mage-Meta. Man kann Slicer spammen, aber Slicer Spam ist von uns so hardcore genervt worden, dass der Pebble unfassbar viel an Macht gewinnt. Und das Ruth ist eigentlich die einzige Person jetzt in den ganzen zwei Turnieren, wo ich sagen würde, die dieses Ruth-Set zur Gänze auskostet. Ich bin gespannt auf die nächste Runde. Ja, man hat auch schönes Counterplay durch diese Swift Glintstone Scraps gesehen von Seiten von Ruth gegen die Phalanx von Space Ranger. Ondo, ich zähle dich in dieses nächste Match rein in 4, 3, 2, 1, go! Und es beginnt. Ruth zeigt uns direkt die Glintstone Scraps nach dem Flasken. Space geht in die Defensive, lässt sich hier ein bisschen rumschubsen. Aber aus dem ersten Trade gehen beide ungefähr mit der gleichen HP aus. Es ist ein bisschen hin und her gegangen, aber letztendlich war Ruth hier mit dem Rücken zur Wand und Space konnte sich direkt wieder ein bisschen Luft verschaffen. Ist jetzt sogar in leichter Führung, aber nevermind, es geht hin und her. Zum Glück haben wir diesen Stab nur erlaubt, sonst wäre das Match wahrscheinlich schon vorbei nach den ganzen Slicern, die hier reingeballert wurden. Ruth hält jetzt hier die Mitte. Space Ranger mit dem Rücken zur Wand. Aber er lässt sich nicht beirren. Ballert ein paar Glintblades raus, damit er sich eben mit seinem FP-Trank wieder hochheilen kann. Der Klassiker, den jeder Mage-Spieler wahrscheinlich irgendwann mal erkannt hat. Wenn ich einen FP-Flask brauche, Glintblades hoch, dann kann ich in Ruhe suppeln. Jetzt kommen die Starshowers. Da für den kleinen Chip-Damage hier. Beide Spieler noch immer relativ even. Space hat jetzt hier seinen Weg gefunden. Starshower natürlich immer ganz gut für den kleinen Chip-Damage für zwischendurch. Space hat Nacht-Pebbles dabei, hätte ich nicht gedacht. Actually. Crazy, crazy. Hier kommen die nächsten Pebbles von Ruth. Ein Pebble nach dem anderen. Es wird keine Luft gelassen. Beide Bubble-Tiers jetzt hier aufgebraucht. Wir nähern uns dem Ende dieser Runde. Schöner Parry hier. Genauso muss es sein. Ne? Die Glintblades kommen angeflogen. Du machst direkt eine Phalanx draus mit dem Carrion Retaliation. So muss es. Ruth zeigt hier eindrucksvoll, wie man dieses Setup spielen kann. Eben auch gegen einen der besten Spieler der Welt. Hier lässt sich böse catchen von dem Starshower. Eieiei, mit einer Rolle nach hinten und dann kompletter Rollcatch. Das tut weh. Space Ranger jetzt hier wieder in der Ecke. Egal, wie oft Ruth einen Vorteil bekommt, Space holt sich sofort wieder den Ausgleich. Aber wenn das bis zum Ende so weitergeht, wird Ruth gewinnen. Denn wenn Space tot ist, kann er sich den Ausgleich nicht mehr holen. Also wird Ruth es hier machen. Auf jeden Fall Ruth jetzt leicht im Vorteil. Ja, Ruth hier momentan noch im Vorteil. Beide aber relativ niedrig. Beide haben jetzt hier auf dem blauen Brandshot-Talisman drauf, aber Ruth kann hier noch relativ gut die Mitte halten, bekommt auch, nein, Space Ranger, tut mir leid, kann gut die Mitte halten, hat den ersten Schaden auf Ruth nochmal durchbekommen, aber beide hier mit den Slicer hier am Ende am rausholen. Vielleicht sehen wir nochmal den einen oder anderen Consumable-Spam, weil das natürlich die Rollen herausforst. Jetzt beide trinken gleichzeitig den FP-Flask, sehr interessant. Hier die Wahl von Space Ranger auf Darshower zu gehen und von Ruth hier mit den Scraps zu antworten bis jetzt. Ruth hier noch 74 HP, Space Ranger jetzt auch noch. Und da geht es mit 67 HP das Match an Space Ranger, der 1:1 Ausgleich. GG's. Ja, sehr beeindruckendes Match. Da hat Space mal wieder gezeigt, was ihn zu so einem starken Spieler macht. Weil das Ding bei Space ist,
Ruth liest den Raum, während sie spielt, sehr, sehr gut. Aber Space ist jemand, der spielt vorsichtig. Der kriegt vielleicht auch ein paar Hits rein. Aber dann kommt er und hat dich durchanalysiert und ballert dich aus dem Leben. Und das hat man jetzt hier auch schön gesehen, den Werdegang vom ersten Match, wo er noch ein bisschen hinten dran war. Jetzt hier in den Ausgleich und am Ende zum Überkommen des Feindes. Theoretisch müsste er jetzt ein 3-zu-1-Swipe durchziehen. Ich bin gespannt. Wir starten in 3, 2, 1, Fight! Ja, hat Space Ranger tatsächlich hier für den Parry geswappt. Es ist ein sehr leichtes Schild, denke ich. Es ist nicht das Rickety Shield, was das leichteste Schild wäre. Aber es ist auf jeden Fall ein Schild mit Carry and Retaliation drauf. Darüber doch, bin ich mir 100%ig sicher. Und bis jetzt, doch, es könnte sogar das Rickety Shield sein. Es ist das Rickety Shield. Also ein sehr, sehr leichtes Schild. Eigentlich nur der einzige Nutzen dazu, um zu parryen, wie wir auch kurz sehen konnten. Und der erste Chip ist auf Ruth durchgegangen. Ebenfalls schon auf Space Ranger. Aber Space Ranger momentan noch im HP-Lead hier. Versucht hier auch mit den Glintstone Stars, mit diesem kleinen Star-Schauer sozusagen, immer den Pressure aufrecht zu erhalten von Seiten von Ruth auf Space Ranger, der jetzt hier auch gerade fast den Frostpot gegessen hätte. Und da kommt nochmal der nächste Frostpot raus. Space Ranger versucht hier momentan wahrscheinlich entweder für den Mana-Lead zu gehen oder gleich für den Flask zu gehen. Ruth bald kein Mana mehr haben wird, da bis jetzt Space die meisten Angriffe von Ruth dodgen konnte. Hier konnte aber Ruth in Ruhe ihren Mana-Flask trinken. Das heißt, und das erste Mal in diesem Turnier, dass Space Ranger sich am Kopf kratzen wollte, war er kurz out of Mana. Und bis jetzt aber relativ ausgeglichen. Ruth hat einen leichten 300 HP-Lead, aber das ist noch für beide absolut drinne. Und bis jetzt sehen wir immer wieder die Versuche zwischendurch von Carry und Retaliation Parry. Jetzt aber will keiner momentan mehr den Slicer zillern, was ich schon sehr witzig finde. Hier der Frostput auf Space Ranger geht durch und dadurch Space Ranger höherer Pressure auf ihn, wegen der geringeren Ausdauerregeneration und wegen dem höheren Schaden, den er hält. Ruth hier hat jetzt eindeutig wahrscheinlich noch mehr Mana drin in ihrer Leiste als Space Ranger und daher konnte sie auch nochmal mehr Schaden drücken, ist jetzt im 450 HP-Lead. Momentan Space Ranger Content hat noch keine Möglichkeit, den Froststatus zu clearen. Das wird er vermutlich auch nicht mehr machen, bevor er ausläuft, der Froststatus. Hier jetzt der Mana-Heal von Space Ranger, wurde leicht gepunished, allerdings nicht zu stark, und hier der Mana-Heal von Ruth wurde gar nicht gepunished, was auch sehr schön zu sehen ist. Hier nochmal kurz der Carrion Retaliation Parry für diese Phalanx, die sogar gelandet sind. Diese Phalanx sind auch sehr schön, da sie relativ viel Poise Damage austeilen können. Und Space Ranger bevorzugt hier weiterhin für seinen Phalanx Spell zu gehen, also diese Schwerter aufzusetzen und die dann mit einer Verzögerung angeflogen kommen. Und hier nochmal für die Glintstone Stars zu gehen. Momentan Ruth aber noch im eindeutigen HP-Lead mit ihrer Bubble. Jetzt aber wurde sie von Space Ranger gepressured und hat hier den Frostputz zu kurz gesetzt. Hätte sie ihn ordentlich geaimt, wäre er bestimmt gelandet. Davon gehe ich aus, dass Space Ranger gerade am Mana trinken war. Und bis jetzt beide relativ gleich auf, wohingegen Bruce aber immer noch die Bubble Tier hat. Und Space Ranger bevorzugt hier dieses Range Play, was ich auch einen sehr interessanten Swap finde. Hier nochmal diese Nachtspace, die wir kurz sehen konnten, also dieser Nachts... Glintstone, Pebble, der wahrscheinlich auch sehr stark gegen Eternal Darkness sein dürfte, da er von Eternal Darkness nicht aufgeschluckt werden kann, nebenbei mal bemerkt. Und hier 350 Leben noch für Space Ranger, jetzt aber runter auf 250. Also ich finde es interessant, dass zum Beispiel auch für solche Tech gegangen wird, jetzt wie diese Nachtspells oder so, was auch sehr interessant ist, aber bis jetzt noch zu keiner großen Effektivität geführt hat in diesem Magier-Turnier. Jetzt ist aber Pressure on Space Ranger. Hier werden die Scraps gezündet. Und sehr interessant, habt ihr das gesehen? Der Parry der eigenen Scraps von Ruth mit ihrem Carrion Retaliation, um diese Phalanx zu bekommen. Sehr interessantes Play. Finde ich, da sieht man die Game Knowledge nochmal. Auch die Ruth hier, die sie besitzt. Und ja, auch sehr, sehr starkes Gameplay. Momentan Space Ranger auf seinen letzten 200 HP mit einem Blue Branchot Talisman. Das heißt, mit einem Slicer wird er nicht gekillt werden. Vermutlich auch noch nicht unbedingt mit 2, aber spätestens mit 3. Und Ruth kann hier sogar für den Regen Talisman noch in Ruhe gehen.
Hat noch nicht das Bedürfnis, auf irgendein Rancher-Talisman zu spotten. Bis jetzt Space Ranger auf 150 HP runter und Ruth bleibt hier gerade noch im neuen Neutral. Wird ein bisschen hier von den Phalanx gechippt, aber ist für beide absolut noch drin. Hat jetzt den Mana-Heal durchbekommen und Space wird jetzt bald out of Mana sein und dann kann Ruth hier ordentlich drücken und das ganze Match vielleicht sogar outclosen, dass Space jetzt nur noch auf 95, 35 HP runter ist. Ein Hit noch und Space ist down und damit ist Space down und 2-0 an Ruth und damit auch Matchpoint für Ruth. Es ist 2-1, mein Lieber, aber 2-1, sorry. Trotzdem nicht weniger beeindruckend, dass Ruth hier so gut gegen Space Ranger abschneidet. Ich finde es auch wunderschön, wie beide jetzt, auch Space, jetzt voll im Ruth-Set angekommen sind. Und ganz ehrlich, es sieht sehr spaßig für mich aus. Ich habe, wie gesagt, super viel Spaß gehabt, als wir dieses Ruth-Set geformt haben. Du und ich, muss man ja auch nochmal sagen, wir haben es gestern schon mal gesagt, aber falls Leute gestern nicht dabei waren, du warst ja auch damit beteiligt, dieses Ruleset zu überlegen und ich glaube, wir haben echt was Gutes hier geschafft und das Match sah echt verdammt spaßig aus. Also da ging es hin und her, da wurden Spells geparried, es wurde nicht so viel geslicert. Es war eine Freude für mich. 4, 3, 2, 1 und es geht los. Na dann schauen wir mal, da kommen die Scraps raus auf der roten Seite von Space Rangers Seite. Ruth ist gebufft, es wurde kein Damage bis jetzt gemacht. Ruth frisst hier den ersten Damage, wird jetzt für den Talisman-Swap gehen, da sehen wir den Swap. Oh, es hat sogar der Archtree-Swap gereicht für den Full Health, das heißt, sie kann jetzt nochmal vom Cerulean oder vom Ember-Talisman runter, vom Crimson-Ember-Talisman runter für den nächsten Ritual Swap, aber sie tut's nicht. Sie konzentriert sich hier lieber auf den Kampf. Verliert auch ordentlich HP hier gegen Space Ranger, der noch mit Full HP über ihr türmt. Wir werden sehen, ob sie sich da nochmal rausbeißen kann. Die Pebbles jetzt auf jeden Fall. Space Ranger rechnet viel besser mit den Pebbles. Antwortet jetzt auch mit seinen eigenen Pebbles. Hat jetzt erkannt, dass das nicht die Slicer-Meter ist, sondern hier die Pebble-Meter. Es geht auf jeden Fall hin und her. Jetzt wäre eine gute Möglichkeit für einen Gravitational Fan gewesen. Wo ist der Gravitational Fan, wenn man ihn mal braucht? Scheinbar sind die Spieler der Meinung, dass sich das nicht so lohnt. Ich bin gespannt, ob wir da noch mehr sehen. Die Scraps kommen auf jeden Fall raus. Hier schön gedeckt von den Scraps wird sich der Mana-Trank gegönnt. Space auch. Jetzt wird sich hier gepabbelt. Oh mein Gott, es geht hin und her. Die Pabbles. Oh mein Gott. Das sieht schon fast aus wie ein Match in diesem Hogwarts-Spiel. Es ist schon lustig. Da werden Pebbles geworfen. Der Frostpot hätte auf jeden Fall ordentlichen Effekt gezeigt. Ging leider weit daneben. Hätte man sich vor die Füße werfen müssen an der Stelle. Ich weiß nicht, ob der sogar Lock-On war. Ich bin mir nicht sicher. Weirder Frostpot. Schade. Oh, da war Ruth bereit für den Parry. Aber die Slicers kommen vorsichtig raus. Oh, der war richtig knapp. Das war close as fuck. Aber wie gesagt, man kann beim Slicer nicht die Klinge parieren. Man muss den Stab parieren, um hier die Parade zu bekommen. Und das ist bis jetzt noch nicht gelungen in dieser Runde. Ich glaube, noch gar nicht im Match. Haben wir schon Parry gesehen? Nee. In diesem Match noch nicht. Nee. Noch nicht, ne? Also beide spielen aber ja sauber umeinander herum. Bitte? Ersten Parry-Versuchen von Space Ranger in dem Magier-Melber. War bis heute auch noch nicht so oft zu sehen. Wir haben ja vorhin den Swap auf den Schild gesehen. Und ja, bis jetzt ziemlich gleich, ziemlich low beide. Ondo. Ja, ich glaube, also das ist wirklich insane. Ich finde es schön, wie beide hier umeinander herumspielen. Ruth jetzt ganz klar im Hintertreffen. Sehen wir ein 2-2? Ich glaube ja. Also, dass sie da jetzt noch rauskommt, entweder ein Parry oder ein Wunder. Es ist noch viel zu viel HP auf Space Rangers Seite und Ruth ist auf dem Last Hit. 30 HP jetzt, wenn ich es richtig sehe. 12. 4. Jesus Christ! Nein! Sie kann sich jetzt gar nichts mehr leisten. Was war das? 3, 2, 1, Fight! Und damit geht es los. Eines der intensivsten Matches, die wir heute hatten in dieser dritten Runde. Von Ruth und Space Ranger. Ja, beide jetzt für ihr Matchpoint und die ersten Gravity-Fans hier. Sehr schön. Vielleicht sehen wir auch nochmal ein paar Piercer, aber bis jetzt beide. Space Ranger
Hat ein leichtes HP-Defizit hier, aber ist noch absolut für beide drin. Wird jetzt hier öfter gehittet, sehr schön gespielt von Ruth. Hat hier die Priorität, fast den Parry bekommen. Hat sie wahrscheinlich etwas zu spät geparried hier. Hätte sie ihn früher geparried, wäre das in Riposte übergegangen. Ja, und bis jetzt hier, beide mit einem Slice aufeinander drauf. Beide momentan jetzt wieder haben Neutral zurück. Space Ranger geht hier für seine Glintstone Scraps into Starlight. Und damit, Ruth mit ihrem Slicer kann jetzt den Pressure doch nicht ganz aufrechterhalten. Beide hier mit dem Swift Glintstone Scrap. Und ja, Swift Glintstone ist sehr, sehr stark, sehr mana-effizient und sehr gut zum Punishen. Ruth hier mit dem Gravity Fan, sehr schön. Catchy Space Ranger, aber sie kann es nicht ganz follow-upen. Und da würde es gepoist, weil Space Ranger über 102 Poise hat. Ruth hier kann es aber noch durchaus gewinnen. Ja, sehr schön. Mit dem Slicer noch einmal drauf gehittet. Ist für beide noch drin. Beide haben noch Bubble. Ruth jetzt aber Bubble leider gepoppt. Macht nichts. Ist absolut noch drin. Space Ranger hier. Mana verschwenden. Jetzt muss Ruth eigentlich nur drauf warten. Auf den Mana Flask Punish. Den Space Ranger irgendwann hier Mana Flask rauspacken muss. Das Space Ranger jetzt hier noch weiter. Glintstone Start. Ah, da hat sie den Punish verpasst. Die Phalanx landen aber. Sehr schön. Ruth hier noch auf unter 500 HP. Space noch mit seiner Bubble. Die jetzt allmählich, wir sind bei 2 Minuten, das Match wird vermutlich nicht mehr so lange dauern, auslaufen könnte. Ruth hier jetzt aber schon sehr low, muss auf Brandshot swappen und das zu parryen war jetzt nicht ideal. Ruth noch auf 44 HP runter, das ist jetzt sehr, sehr schwierig hier. Der Space Ranger versucht es mit dem Dagger zu finishen und er bekommt sogar den Dagger-Hit. GGs. Wow. GGs. Das war ein Finish aus dem Bilderbuch mit dem Dagger ins Gesicht. Wunderschön. Ja. Ich fand hier sehr interessant den Mix-Up, den Space Ranger gebracht hat. Mit den Starschauer, also mit diesen, es gab ja davor Stars of Runes, das sehr viel gespielt wurde, das sehr stark war, aber dann eventuell letztendlich doch genervt wurde. Und deshalb spielen viele gerne Starschauer. Der Mix-Up mit Starschauer und Glintstone, Great Glintstone Scrap, der dann natürlich so ein schönes, wie soll man sagen, Matrizen aufbauen, sozusagen das in einzelnen Etappen sozusagen die Spells verzögern, um dann möglichst viele Hits über die Zeit hinweg zu landen. Und das hat Space Ranger eindeutig sehr gut und sehr interessant gemacht, wie er hier auf die Range gespielt hat mit Great Glintstone Scrap und Starschauer. 3, 2, 1, fight! Ja, und damit hier instant die Scraps rausgeholt auf der linken Seite. Ich denke, das könnte sogar sehr interessant werden, da wir hier das erste Mal auch wieder Karim Retaliation Parry sehen, der eigenen Scraps. Und jetzt spielen hier beide relativ viel auf Range, sehr interessant mit Starschauer. Und hier auch schon der erste FP-Flask von Bean durchbekommen. Jetzt Bean hier aber in der Ecke und das Großschwert kommt raus, hat aber eine hohe Verzögerung und da ist das Großschwert. Das tut natürlich weh. Mac Casual damit im HP-Lead. Und momentan hat er aber wahrscheinlich nicht mehr genügend Mana. Jetzt könnte Bean natürlich schön am Pressure gehen und schön den Druck aufrechterhalten auf Mac Casual. Da solche Großschwerter, diese magischen, auch sehr, sehr viel Mana kosten. Beide haben natürlich hier noch den Zugriff auf Slifer. Ist jetzt ein reines Mana-Management an dem Punkt einzuschätzen, was der Gegner so an Mana hat, wann man ihn wirklich pressuren kann und richtig viel Schaden austeilen kann. Jetzt wird aber Bean tatsächlich von Ruth von Mac Casual gepunished, der dann auch hier an der Seite von der Kamera noch kurz zu sehen für den Mana-FP-Flask gehen konnte. Und damit beide jetzt wieder gleich auf, beide um die 1500 HP. Beide hatten noch nicht, zumindest Bean hatte noch nicht zur Zeit, seinen Ritual Talisman zu swappen, was natürlich auch ein Talisman weniger für ihn effektiv bedeutet in der Nutzung. Aber momentan beide mit Slicer aufeinander drauf und hier der karianische Großschwert nochmal rausgeholt von Seiten von Mac Casual. Mac Casual hat jetzt hier den HP-Lead. Bean ist auch eher an der Ecke. Mac Casual kann die Mitte halten, auch mit dem Slicer. Geht jetzt nochmal auch relativ viel Schaden. Bean nur noch auf 800 HP runter und kann er diesen Großschwert rollen? Ja, das kann er relativ gut. Ein Mix-Up von Slicer into Piercer wäre natürlich ein bisschen stärker, schätze ich, als dieses Großschwert, aber trotzdem interessant hier dieses magische Großschwert zu sehen, das natürlich auch viel Schaden machen kann und hier auch noch die Range hat, um Bean hier am Ende die Bubble Tier zu poppen. Sehr, sehr schön hier von Mac Casual. Ja, Bean hier momentan an Mac Casual dran, rollt um ihn herum, um dieses
groß schwer zu dodgen, setzt jetzt eine Phalanx auf, kann aber mit der nicht dann richtig den Punish ausführen. Ja, und jetzt wieder von MacCasual. Da tradet Bean in das Großschwert rein. Etwas unglücklich gewählt hier. MacCasual immer noch auf seiner Bubble hier. Bean konnte jetzt aber mehr Schaden mit seinem Slicer machen. Ja, und momentan beide keine Carrion Retaliation. Hier versucht er Carrion Retaliation von Seiten von Bean. Hätte hier auch den Tierskip wahrscheinlich damit erreichen können. Jetzt Bean aber runter auf 100 HP. Kommt das Großschwert nochmal durch? Kann es nochmal ihn chippen? Nein, kann es nicht. Bis jetzt Blue Brandshot, das ist eine gute Wahl. Das müsste noch ein Piercer aushalten können. Wenn er jetzt wurde er aber einmal gehittet von dem Arc. Und damit ist Bean auf 17 runter und MacCasual finished hier Bean in diesem Losers Bracket. Und damit ist es für MacCasual schon der Matchpoint. Ha. Ja, das ging aber sehr eindeutig für MacCasual aus, würde ich fast schon meinen. Da hat er Bean mit Mage Knowledge ganz schön um die Ohren gehauen. Und auch hier sehen wir wieder, wie wichtig der Pebble ist. Das wurde auch in den ersten Matches so weder von Bean noch von Space noch von Bronn. Die haben alle den Pebble nicht richtig geused. Ne? Das sehen wir, haben wir bei Ruth von Anfang an gesehen, das haben wir auch bei Mac schon relativ gut gesehen. Nur was ich noch immer nicht ganz verstehe, was diese Arcs sollen. Ich weiß nicht, ob es da nicht immer eine effizientere Variante gibt. Die Arcs kann man wahrscheinlich nicht so gut strafen. Aber sonst fällt mir da auch kein Grund zu ein. Egal, wir gehen in die nächste Runde. Ich glaube, du darfst mich reinzählen, wenn ich es richtig gesehen habe. Zähl dich rein, ja. Hm. In dieses Matchpoint für MacCasual. In 4, 3, 2, 1. Und es geht los. Und da kommt der Frostpot. Zwei Frostpot. Nein, das war ein Magic Pot. Hm, okay, aber nichts davon hat getroffen. Nevermind, es war auf jeden Fall schön anzuschauen. Da wurde völkerballmäßig die Pöttchen geworfen. Der blaue Spieler hält jetzt hier das Center mit den Pebbles, geht für Starshower. Da kommt der Slicer Trade raus. MacCasual geht jetzt hier ins Hintertreffen. Und Bean übernimmt die Führung. Aber aus dem letzten Trade kam Mac dann doch etwas siegreicher wieder heraus. Trifft hier das karianische Großschwert, geht für den Spam davon. Das hat sich nicht gelohnt. Mac geht jetzt hier, da hat tatsächlich, übergibt hier die Führung eindeutig an Bean. Nevermind nimmt sich hier wieder gut Grund zurück. Beide Spieler geben sich ja nichts, es geht hin und her. Man denkt immer, der eine übernimmt eindeutig die Führung, aber dann geht es wieder in die andere Richtung. Die Slicer werden hier ausgetauscht, hin und her. Und der Parry into Kill, das war das 1:1 für Bean. Was für ein schnelles Match. Aber wow. Genauso schön. Sehr schön. Und wir haben wieder zwei starke Spieler, die ziemlich gleich auf sind hier. Wie vorhin mit Ruth gegen Space Ranger. Sehr, sehr spannend. Wir werden jetzt wahrscheinlich ein 2:1 sehen. Von wem ist noch unklar? Auf jeden Fall ist für beide absolut drin. Haben wir schon während der ersten Runde gesehen. Beide ziemlich, ziemlich gleich vom Skill-Level. Klar, Bean, wie gesagt, der stärkere Spieler in normalen Turnieren, zweifelsohne. Aber in diesem Magier-Turnier hat er noch nicht so ganz die Knowledge-Base, gehe ich von raus. Dieses Match ist jetzt gerade noch Best of 3, Guts. Und danach für die Finale machen wir Best of 7. Das heißt, für die Finale, wer als erstes in die 4 Wins reinkommt. Und hier sieht man nochmal schön den Finish am Ende. Den Außenperry raus, den Repost. Schön den gefinished. Ohne große Umschweife gönne ich dir jetzt die Moderation dieses Matchpoints, dieser beiden klasse Mage-Spieler. Let's go. 3, 2, 1. Fight! Ja, und kommen hier beide Frostpötte. Nein, von einem war es ein Magiepot. Und jetzt hier, Bean landet seinen Frostpot. Sehr schön. Macht natürlich damit auch schönen Schaden, aber konnte jetzt natürlich mit dem Boloss von MacCasual geheilt werden. Sozusagen der Statuseffekt. Und hier kriegt er direkt den nächsten Frostpot ab. Ist vielleicht nicht ideal gewählt. Man hätte jetzt natürlich auch von Seiten von MacCasual überlegen können, für den Swift Winston Scrap zu gehen, also für den schnellen Punish zwischen den Frostpötten. Aber hier jetzt, Bean kann ziemlich stark die Pressure aufrechterhalten auf MacCasual. Ist aber für MacCasual absolut noch alles drin. Hier der nächste Frostpot-Versuch auf MacCasual. Er ist aber immer noch gefrostet. War also, schätze ich mal, ein Fehler von Bean. Also, oder unbeabsichtigt, könnte man sagen. Geht jetzt hier wieder für die Glintstone Scraps, die er dann auch selber schön parried, um hier diese Phalanx auf sein Schwert zu bekommen. Und hier hat MacCasual ganz schön viel an Schaden und auch an Stagger gegessen. Mit den Starshowers und dann noch die Scraps. Das hat wehgetan. Bin jetzt hier über 500 Punkte im Lead. Momentan noch. Und kann
jetzt wahrscheinlich will er gerade darauf warten, auf seinen nächsten Mana-Flask den zu trinken. Das sieht man auch an diesem etwas passiveren Gameplay momentan. Jetzt wechselt aber zurück wieder zu Slicer, um sozusagen mehr Casual ein bisschen wegzulocken. Ja, hat geklappt und jetzt ist Bean für seinen FP-Mana-Flask gegangen. McCasual hier auch deutlich im HP-Defizit. Jetzt könnte Bean natürlich ein bisschen auf Mana spielen und schauen, dass er nicht den ganzen Space Support raushaut. Und dann, hier kommt nochmal der Parry durch und der Finish. Wow. Definitiv verdient hier von Seiten von Bean aus. Von 600 Schaden geparried und repostet und damit 2:1 für Bean. Sehr schön. Richtig. Gespielt, absolut verdient. Ja, da hat sich Bean den Parry gegönnt und zieht verdientermaßen, ich glaube, ins Losers Bracket Finale ein. Das war das Halbfinale, wenn ich richtig bin. Das heißt, wir sehen jetzt nochmal ein Best of Three zwischen Ruth und Bean im nächsten Match. Da dürfen wir nochmal gespannt sein. Und dann geht's ins Finale. Der Sieger des nächsten Matches wird ins Finale einziehen. Da nochmal der Parry, bam, für den Finish hier. Die letzten 2 Punkte von Bean durch Parrys geholt. Optimal. Auf der einen Seite haben wir Bean und auf der anderen Seite haben wir Ruth. Ondo, ich zähle dich ein in dieses Best of Three. In 4, 3, 2, 1 und es geht los. Und raus kommen die Pebbles, raus kommen die Scraps auf der rechten Seite und Bean hat sich treffen lassen von den Scraps. Unfassbar. Das heißt, wir sehen ja gleich auf ungefähr beide Spieler jetzt noch immer. Die Frostpötte fliegen. Gab es einen Treffer, aber keinen Proc, wie es aussieht? Reicht Ruth's Setup für einen Frostwiderstand? Ich bin mir nicht sicher. Also wahrscheinlich war es kein Treffer. Hier sehen wir nochmal Starshower vom roten Spieler aus der Mitte auskommend. Starshower vom blauen Spieler. Es geht so hin und her. Die Chip Damage. Ich kann es kaum mit anschauen. Es wird hin und her gechippt. Frostpot. Wieder kein Treffer. Jetzt kommen die Arcs. Wer von beiden Spielern kann hier die Oberhand nehmen? Wir sehen auf jeden Fall, es ist ein Game of Chips. Es ist, was es ist. Wie gesagt, Schnelligkeit ist unfassbar wichtig in diesem Spiel. Und langsame Zauber sind einfach zu leicht zu dodgen. Wobei man hier natürlich sagen muss, selbst die schnelleren Zauber locken dich relativ lange in der Animation und sind dadurch auch punishable. Also man kann hier auch mit langsameren Zaubern was reißen. Aber bis jetzt haben wir eher gesehen, dass die schnellen Zauber die Oberhand behielten. Wir sehen ja jede Menge Pebbles hin und her fliegen. Die Arcs kommen raus. Hat Ruth vorher schon Arcs benutzt? Ich glaube nicht. Ne? Ruth hat sich jetzt auch angepasst, hat gesehen, ah, die Arcs. Und hat sie sich für dieses Match auch rausgeholt. Keine Magiewaffen, richtig, Ender Trade. Es ist, Waffen sind nur für Repost erlaubt. Also nicht für normale Schläge, nicht für Backstabs. Nur für Crits. Da kommen wieder die Slicer-Actions raus. Beide Spieler schenken sich nichts. Es geht hin und her schon wieder. Es ist wirklich krass, wie ebenbürtig die Matches hier ablaufen. Es erinnert mich schon fast an die alten World of Warcraft-Tage, wo der Schaden auch so mega gering war. Mit der Ausnahme, dass es hier halt diese Ultra-Parry-Peitschen gibt, die eben das ganze Geschehen nochmal richtig aufwirbeln können. Wir befinden uns hier schon im Finale des Losers Brackets für alle, die eingeschaltet haben, gerade um 18 Uhr, was ja auch die übliche Streamzeit hier auf dem Kanal ist. Und das ist das Losers Bracket Finale, danach sehen wir noch das Finale. Und dann ab 20 Uhr sehen wir nochmal ein anderes Event, falls ihr da Lust drauf habt. Auch in Elden Ring, dazwischen machen wir ein bisschen Zwischencontent. Magic Mystery Court, genau, ist auch erlaubt. So, wir sehen jetzt hier, der rote Spieler ist gefrostet, hat also den 20% Damage Negation Debuff drauf und den Ausdauerregenerations-Debuff. Der blaue Spieler entscheidet sich hier für weiteren Chip Damage, der natürlich nochmal ein bisschen mehr wehtut jetzt hier mit dem Starshower und dem Frost-Debuff. Da kommen die Slicer raus. Da hat sich der rote Spieler kurz sicher gefühlt für die Slicer. Oh, jetzt ist der blaue aber ganz schön in Bedrängnis geraten. Ruth jetzt klar im Vorteil. Boah, das war böse. Ja, hier kann man auf jeden Fall mit der Phalanx, wenn man das Timing richtig raus hat, böse Rollcatchers landen. Ist es schon das Ende? Der blaue Spieler hat es mega low. Gravitational Fan Finish durch rote Spieler. GG's. Ruth holt sich die erste Runde. Ja, ja, und damit sehr beeindruckend. Von Ruth hier die erste Runde gegen Bean. Ja. Sehr, sehr schön gespielt. Sehr schön, sehr solide auch. Am Ende doch. Hier noch runtergespielt von Ruth.
Hatte zwar einen leichten AP-Lead, aber wäre durchaus noch möglich gewesen, für Bean hier den Wind zu holen. Ja, und damit steht es 1-0 für Ruth. Ja, was kann man sich aus dem Match mitnehmen? Ich würde sagen... Pebble OP. Pebble OP und einiges an Frostböcken, ja. Ja, Frostböcken, wie gesagt. Und hier nochmal schön zu sehen, der Gravity-Fan findet. Ja, Gravitational-Fan. Einfach nur geil. Bitte, nutzt das Ding. Es geht los in 3, 2, 1, Fight! Und damit geht es los in diesem Losers Bracket Matchpoint für Ruth. Und hier kommt der Frostpot von Bean auf Ruth durch. Aber Ruth kann das jetzt hier schön punishen mit den 12 Flintstone Scraps. Jetzt hier kann aber auf der Reichweite selber für ihren Bolus gehen. Und damit ist der Frostpot-Effekt rausgenommen. Bean versucht jetzt hier mit Scraps gerade selber die Distanz ein bisschen Druck aufrechtzuerhalten und dadurch konnte er auch nochmal hier schön Mana Flask trinken. Bis jetzt, Bean spielte sehr gut auf Distanz, will Ruth von sich weghalten und ja, der ein oder andere Frostbolt hat ja schon Effektivität hier gezeigt in diesem Mage Mirror. Bis jetzt, Ruth hier geht für die Flintstone Arcs, auf jeden Fall sehr interessante Wahl und bis jetzt allerdings noch, ob die Effizienz sich durchgesetzt hatte, weiß ich noch nicht so wirklich. Kann hier sich nochmal kurz schön Mana Flask reinziehen, immer gut. Damit hat man natürlich wieder eine gewisse Priorität, wenn man mehr Mana hat als der andere Gegner. Und Bean witzigerweise geht für den Innen im Gesicht, den Parry sozusagen. Dafür muss man auch erstmal die Courage haben. Aber Ruth bis jetzt auch noch keinen Piercer gespielt. Das heißt, solche im Gesicht Parrys gehen anscheinend durchaus klar. Kriegt jetzt aber hier nochmal einen leichten Chip auf Bean drauf mit einem Swift Clinstone Scrap. Ja, und Ruth hier in komfortable 200, jetzt nur noch auf 100 HP Lead oben. Ja, bis jetzt, Ruth packt hier wieder die Gravity Fans aus. Sehr schön zu sehen, auch dass diese mal benutzt werden. Und jetzt geht hier für die Glintstone Arcs, wie gesagt, kann hier nochmal unterbrochen aus ihrer Casting-Animation rausgenommen werden mit dem Swift Clinstone Grab. Allerdings hier diesen Starschauer zu parryen ist wahrscheinlich nicht die idealste Wahl, weil die Bullets, die hitten natürlich verzögert, also die einzelnen Teile dieses Spells, die treffen nicht sofort ein, das heißt, man bekommt ja doch immer etwas mehr Schaden. Jetzt Bean hier mit dem Pressure, geht auch für den Jumping Slicer, um so ein Parry zu verhindern. Ruth hier nochmal schön auf der Ecke drauf gegen Bean, wird hier geparried vom Bean. Wow, damit der Ausgleich. Für beide Matchpoint. Interessant. Ondo. GG. Was sagen wir dazu? Ich hatte jetzt eigentlich schon fest damit gerechnet, dass Ruth den hier abräumt, den guten Bean. Aber Bean lässt sich nicht beirren. Das ist das Match um den dritten Platz. Es geht jetzt hier darum, wer wird Dritter und wer zieht ins Finale ein und kann nochmal um den ersten Platz spielen. Es wird crazy. Vengeance, ja. Jack pulls me into English. Bean zeigt hier auch ganz klar, dass er gut parryen kann, verdammte Scheiße. Er hat eben, wie ich meinte, dieses Mindset, dieses junge Gehirn. Klingt so cringe. Aber er kann einfach gut Reaction parryen. Jetzt haben wir wieder so ein closes Match, was beide jetzt im Matchpoint für sich entscheiden können. Ondo, willst du mich in diesen Matchpoint für beide einzählen? Nimm es dir in 3, 2, 1. Fight! Und damit geht es los. Beide gehen hier für den Swift Glintstone Scrap. Sehr schön der Schaden. Hier nochmal von Ruth hat eindeutig mehr Schaden kassiert, jetzt aber auch wieder ein Frostbot. Witzigerweise haben wir bis jetzt noch keine Spiral Horn Shields hier von keinem der Teilnehmer gesehen, was natürlich verhindern würde, dass man durch so ein Frostpot instant gefrostpot wird, wenn man ein Spiral Horn Shield benutzen würde. Ist natürlich vielleicht nicht das Beste zum Carrion, Retaliation Carrion. Allerdings, wie gesagt, diese erhöhte Resistenzen hier, diese erhöhte Immunität von so einem Spiral Horn Shield ist schon sehr schön gegen vor allen Dingen Frostpots. Ja, bis jetzt hier. Bean kann den Pressure ein bisschen gut aufrechterhalten. Jetzt allerdings ist Root eindeutig wieder im HP-Lead. Hoffentlich kann sie es diese Runde halten und wird nicht am Ende wieder weggeparried. Hier, das war wahrscheinlich nicht die klügste Entscheidung, hier den Starshower versuchen zu mit Carrion Retaliation zu parryen von Seiten von Bean aus. Jetzt hier wieder schön Glintstone Scraps und der Parry, Carrion Retaliation Parry auf die Scraps drauf, um diese Phalanx zu erhalten. Ja, Ruth versucht hier mit Gravity Fans
ihn zu punishen in der Ecke, landen aber nicht. Die muss man, schätze ich mal, von meiner eigenen Erfahrung free-aimen, damit die meistens landen. Aber die Range und das Area, die die Gravitation-Fans covern, ist nicht zu unterschätzen. Hier nochmal schöne Schaden von Ruth und jetzt kommt kein Punish von Bean rechtzeitig durch. Sehr schön. Damit hat Ruth ja wieder den Mana-Vorteil erspielt. Bis jetzt. Bean geht für die Phalanx. War vielleicht nicht die klügste Entscheidung, da die ja gepunished werden können mit Swift, Glintstone, Scrap, wie hier auch gerade schön zu sehen war. Jetzt aber Ruth wieder mit ihrem Slicer draußen auf Bean. Und Bean hat es jetzt gerade gerollt, den Gravitation-Fan. Und bis jetzt ziemlich ausgeglichen auf beiden Seiten. Green hat hier Ruth in die Ecke gedrängt. Allerdings, Ruth versucht jetzt hier den Parry rauszuholen, den Sneaky Parry. Ich hoffe, boah, das war wieder fast hier ein Parry von Seiten von Bean aus auf Ruth. Damit wäre das Match vermutlich wieder zu Ende gewesen. Der Frostpot in der Ecke von Ruth auf Bean. Ich meine, weiße Frostpötte auf sich drauf. Keiner aber bis jetzt landet. Und Bean will hier wahrscheinlich für den Mana Region gehen. Kann er das auch da hinten in der Ecke? Ja oder nein? Ja, er geht für den Mana Regen. Und Ruth hat jetzt hier die Star-Schauer wieder ausgepackt, um den Pressure über die Distanz aufrechtzuerhalten. Man könnte natürlich versuchen, so wie Space Ranger vorhin, Star-Schauer mit Great Glintstone Scraps zu stagen. Also das sozusagen eins nach dem anderen Hit. Aber bis jetzt sehen wir nur den Star-Schauer von Seiten von Ruth. Hat bis jetzt auch noch den HP-Vorteil nicht mehr ganz. Hab bis jetzt HP-Nachteil, müsste ich richtig sagen. Bis jetzt Bean hier noch im leichten HP-Lead, aber das kann sich jederzeit ändern. Hier der im Gesicht Parry. Oh, das hat nochmal gesessen gegen Bean. Hat jetzt als erstes die Bubble Tier gepoppt, aber beide ziemlich gleich auf HP-Weiß. Beide back to neutral. Hier kommt nochmal der Frostpot durch von Bean auf Ruth. Kann Ruth nochmal hier, braucht sie noch Mana oder hat sie noch genügend für diesen Fight? Wie schätzt sie das ein? Momentan hat sie noch kein Bedürfnis dazu gehabt. Jetzt in der Ecke, da sehen wir kurz den Head Scratcher von Seiten von Ruth aus. Vermutlich ein Item, was nicht mehr zur Verfügung steht. Ja, Bean, hier hat jetzt zwar nicht mehr den HP-Lead, aber momentan ist definitiv am Drücken von beiden, ist der aktivere Spieler. Jetzt Ruth hätte versuchen können, nochmal besser hier den Mana-Flask zu punishen, hat sie aber nicht ganz geschafft. Hier mit den mehr Starlight-Schauern drückt sie raus. Beide Spieler gerade relativ viel auf Distanz, kostet dementsprechend aber auch relativ viel Mana. Das darf man nicht unterschätzen, was so ein Distanzfight an Mana verbrauchen kann, durch wie viel der durchgehen kann. Und bis jetzt hat hier ihren HP-Lead doch etwas ausgebaut und Bean hier im Passiven kann sich gerade noch wieder die Mitte gewinnen. Ruth auf 700, jetzt 540 HP runter. Bean hält das hier Ganze noch relativ schön in der Mitte. Vielleicht will er nochmal versuchen, Parry durchzusetzen. Hier der Jumping Slicer, der hat jetzt aber wehgetan, der gerade Ruth dann auch gechippt hat. Ruth mit den Swift Glintstone Scraps versucht hier auch zu antworten und versucht jetzt auch den Pressure mit mehr Glintstone Scraps und wahrscheinlich Swift Pebble aufrecht zu halten. Chippt hier auch auf Bean ein bisschen durch, hat ja nochmal einen Gegenchip bekommen. Bis jetzt konnte sich aber Mana wieder herstellen und das wird wahrscheinlich das letzte Mana Flask in diesem Match sein, das wir sehen werden von Seiten von Ruth. Vielleicht kommt auch nochmal eins von Bean. Ruth wurde jetzt hier auf einmal gerollcatcht, sehr unschön. Bean kriegt hier, ja, Ruth kann das sogar punishen, sehr schön. Bean auf 124 HP runter. Bean hat das jetzt Kyren Retaliation geparried. Das Match ist hier heute mal wieder sehr, 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 sehr knapp am Ende. Beide ziemlich gleich auf. Bean, was sehen wir hier von Bean? Ein Disconnect? Nein, das war sneaky, wow. Am Ende, das war der Bean-Move. Hier der sneaky AFK-Move von Bean kurz zwischendurch. Wow, das war tricky, das war next level. Das war Special Tic-Tacs, würde ich sagen, an dieser Stelle hier. Der Finish am Ende. Wow. Mir fehlen die Worte, Digga. Bean, du kleiner Schlingel. Ja, schön. Dann sehen wir jetzt gleich Bean gegen, ich will nicht lügen, ist es Space? Ja, es ist Space. Wer sonst? Bean gegen Space Ranger im Finale. Was für ein Match. War das bitte Ruth gegen Bean? Ruth bekommt jetzt hier natürlich den dritten Platz. Aber war GGs? Sehr knapp am Ende. Ruth verdiente dritter Platz. Zack. So, wir sehen, dass wir jetzt im Finale sind, wenn wir die Augen aufmachen. Und zwar Space Ranger gegen Bean. Ich bedanke mich recht herzlich bei Gryffindir, bei Bronda Goat, bei Blue Noctara, Dwayne und Mac Casual. Und natürlich
last but not least Ruth. Und Ruth hat den dritten Platz gemacht. GG's. Sie hat jetzt schon den dritten Platz sicher. Sehr schön. Beide werden jetzt bestimmt hier für ihre Parries gehen. Also ich glaube, da gibt es kein Ehrenabkommen mehr. Nee. Ich bin echt gespannt. Das würde sich jetzt echt zeigen. Ist auch ein Best of Seven, wie ihr sehen könnt, oben an den vier Punkten. Wer jetzt hier sich als stärkerer Spieler beweisen wird, falls Space Ranger dieses erste Finale verliert, dann muss Bean nochmal in der Rückrunde ihn nochmal besiegen, damit er als Sieger hervorgehen kann. Also, es ist jetzt alle Pressure auf Bean. Für Space ist für ihn momentan noch ein bisschen relaxter. Wie gesagt, er kann sogar jetzt einmal verlieren. Und damit, Ondo, würde ich dich in diese erste Runde von diesem Finale Best of Seven reinzählen in 4, 3, 2, 1, go. Und die erste Runde beginnt. Beide Spieler physiken sich hoch. Beide Spieler beginnen mit einem kleinen Spell. Aber dieser erste Trade ging auf jeden Fall gut für Bean aus. Bean nimmt sich hier die Führung, obwohl Space Ranger Starshowers geballert hat. Ja, Bean kriegt jetzt sogar noch den Frostpot rein. Das sieht sehr, sehr gut aus für Bean an dieser Stelle. Bean hat zwar weniger HP, aber der Debuff vom Frostpot kommt richtig böse in Magier-Duellen. Zum Glück haben wir den Damage ein bisschen genervt. Dadurch ist es nicht ganz so schlimm, aber die Slicer hauen jetzt trotzdem wieder richtig rein. Wir haben ihn vielleicht um 50% Damage genervt, aber 20 hat er sich jetzt wieder geholt. Mit dem Frost Damage. Debuff. Let's see, was er daraus machen kann. Bean jetzt auf jeden Fall noch immer im Hintertreffen. Space Ranger führt hier. Bean holt sich Grund wieder zurück. Jetzt beide wieder even. Bean hier mit dem Slicer kriegt wieder einen Frostpot rein als FP-Flask-Punish. Ich kann's nicht fassen. Space nimmt sich die Mitte. Beide Spieler trotzdem auf gleicher HP. Space relativ unbeeindruckt von den ganzen Frostpots. Da muss Bean mehr draus machen. Er traut sich einfach nicht zu slicern. Es ist nicht in der Möglichkeit drin. Beide haben so viel Respekt zu slicern hier. Der Parry. Oh, und der Parry für Space. Und der Hardswap verkackt. Nein. Space hat den Hardswap verkackt. Ich kann das nicht mehr. Haben wir wirklich hier ein Footage davon festgehalten, wie Space den Hardswap nicht bekommt. Und es geht weiter. Space bubbelt hier gepoppt. Man sieht ihm den Schweiß förmlich ins Gesicht geschrieben. Bean ist aber jetzt hier noch immer ohne Bubble Tier Pop. Es kann sein, dass wir hier einen Skip sehen von Space Ranger. Plant er etwas? Wenn Space diese Runde verliert, dann... Oh mein Gott, dann waren beide so bereit, hier zu parryen. Das ist Mind Games, Leute. Mind Games. Und wieder der Parry. Und diesmal von Bean. Und der Parry geht rein. Und das ist der Kill. Oh nein. Wow. Der Scam. Der Scam. Oh, sorry. Hier. Oh, erst den Parry nicht gelandet. Wow. Und dann kriegt Bean aber den Follow-Parry. Wow. Yikes. Big Yikes an der Stelle. Space hat den Parry nicht bekommen. Hat ihn gelandet, aber den Hardswap vermasselt. Und dann hat sich Bean den Parry geholt, den nächsten und den Hardswap geschafft. Hier sehen wir die Attempts und die Mind Games. Beide sind hier auf ganz gefährlicher Ebene unterwegs. Beide hier am Slicern und da ist er, der Parry. Richtig schön durchgedrückt. Oh, das hat gesessen. Ja, und wie man auch schon sehen konnte, also Kevin Retaliation, hier wurde definitiv von den beiden Spielern respektiert in dem Finale. Beide waren nicht mehr so aggressiv mit Slicer, wie wir noch zu Anfang gesehen haben von den meisten Spielern. Finde ich auf jeden Fall sehr interessant. Beide scheinen schon fertig zu sein. Ondo, willst du mich in dieses nächste Match einzählen? Ich hoffe, du bist bereit. Es geht los in 3, 2, 1, Fight! Damit geht es los. Base wird hier auch direkt gepunished von Bean, bekommt jetzt aber mehr Hits auf Bean. Im Gegenzug zurück. Beide haben jetzt ihre Flask natürlich trinken können in der Zeit. Hier der schön der Swift Glintstone Scrap Parry von Seiten von Bean aus. Und hier, wir sehen auch ein paar Jump Casts. Die gehen ja auch nur auf manchen Spells. Schöne Abwechslung. Bis jetzt. Space Ranger leicht im HP-Lead hier. Kann ihn auch noch Bean unter Druck halten mit seinen Swift Glintstone Scrap. Und bis jetzt, ja, Bean hält noch die Mitte, aber Space eindeutig im HP-Lead. Konnte jetzt hier auch nochmal kurz für die Mana-Regeneration Flask gehen. Hat ja allerdings den Frostpot im Gegenzug für abbekommen. Weiß nicht, ob der Trade so ideal war, aber bis jetzt Space zeigt, dass er die meisten Hits landet. Hier auch nochmal, wie gesagt, der Parry ist stark.
Aber es kommt natürlich Chip Damage durch. Und Bean setzt jetzt hier ein paar Phalanxes ab, kann aber nicht kein Follow-up daraus bauen. Und bis jetzt, Space Ranger versucht hier Bean zu parryen, schafft er aber nicht wegen den Jump Attacks von Bean. Ja, und Space Ranger jetzt momentan nicht mehr so krass im HP-Lead, hat aber auch schon seine Bubble Tier verloren. Bean jetzt wieder hat das Uno Reverse Card gespielt und hat hier sich den HP-Lead erreicht. Bis jetzt viele Glintstone Scraps, schön um den Pressure aufrechtzuerhalten. Auch interessante Spielweise immer mit den Parrys. Hier der Frostpot landet nochmal auf Space Ranger, der hat wehgetan. Vor allen Dingen, wenn man keine Bubble Tier mehr hat. Und Bean mit den Jumping Slicer richtig geduldig. Ja, das funktioniert gegen Parry. Jumping Slicer funktioniert gegen Parry. Bis jetzt interessanterweise immer, was wir noch nicht gesehen haben, immer noch kein Piercer in diesem Finale. Aber vielleicht haben sich beide dagegen entschieden. Vielleicht haben beide schon das genügend getestet. Wer weiß. Space Ranger hier auf jeden Fall immer noch mit dem Debuff unterwegs, was wehtun kann. 20% Damage mehr. Wir haben auch sehen noch, dass Space Ranger noch nicht die Gelegenheit dazu hatte, den Ritual Talisman, den Ritual Shield Talisman rauszuswappen. Bin jetzt hier mehr Glintstone Phalanx, vielleicht auch nochmal Glintstone Scraps. Das wird sehr, sehr nasty. Space Ranger 26 und damit geht er down. Das war ein Finish von Bean, wie aus dem Bilderbuch. Mehr Spam, mehr gewinnen. Wow. Also ich muss sagen, das hat mich mehr an ein Armored Core 6 Match erinnert, als an einen Elden Ring Match. Also wir haben unser Ziel erreicht. Hier wurden Spells gecastet und keine Slicer-Spams. Spam. Ja. Hast du auch Armored Core 6 schon ein bisschen gespielt? Also definitiv. Ja, nicht ein bisschen, ja. Oh, okay. Sehr gut. Ja, schön. Vielleicht Armored Core 6 Turnier, wurde gerade confirmed, wer weiß. Wir werden sehen. Ja. Auf jeden Fall krass, krasses Match hier auch wieder. Es ging hin und her. Ich finde es interessant, wie lieber ein Parry und ein Chip Damage in Kauf genommen wird bei den Starlight, bei den Starshowers. Das finde ich tatsächlich interessant, dass man da quasi lieber den Chip Damage in Kauf nimmt und den Parry macht, weil man sowieso einen kleinen Chip bekommt beim Starshower. Da, so hatte ich da noch nie drüber nachgedacht. Aber gut. Ja. Ondo, tust du? Ich zähle. Ich mache das nächste Match. Du zählst mich ein. Achso, nee, ich dachte, du zählst. Ja, kann ich auch, wie du willst. Dann baller ich dich rein. 3, 2, 1, Fight! Ja, Bean hat hier jetzt schon einen respektablen 2-Punkte-Lead. Das heißt, er ist auf dem besten Weg dahingehend, dass er diese erste Runde sozusagen, dieses Best of 7 für sich gewinnt. Muss dann nochmal in der Rückrunde gegen Space Ranger gewinnen. Aber bis jetzt sehr solides Gameplay hier von Bean. Jetzt sind wir beide wieder hier mit dem Glintstone Scrap gespamme. Witzigerweise beide wieder auf absolute Distanz, wollen hier nicht mit dem Slicer reingehen. Also wirklich, der 180 Grad Wendung von anfänglich hauptsächlich nur Slicer. Klar, Slicer ist nochmal hier, wie man sehen kann, die stärkste Möglichkeit auf nahe Distanz. Aber sobald es auf die weitere Distanz geht, sehen wir weniger Slicer oder auch weniger Slicer Running Attacks. Also die Slicer Laufattacken, die sind gar nicht so stark und sind auch relativ telegrafiert, also sind sehr, sehr predictable in dem Sinne, dass man die schön parryen kann. Und hier kommt sogar der Parry von Seiten Beans auf Space Ranger. Der hat gesessen. Wow, Bean. 3-0. Matchpoint. GG's an der Stelle. Ich war gerade noch beim Administrieren. Ich habe noch gar nicht richtig Zeit gehabt, ins Match hier einzusteigen mit dir. Ja. Was hast du gesehen? Was haben deine Am Ende hatten wir hier einen schönen Parry von Bean. Ich glaube, von über 1000, ich glaube 1000, also 1100 HP hat Bean Space Ranger geparried mit Tearskip. Also der hat ihm richtig eine reingezimmert, hat dir nochmal gezeigt, wie stark Carrion Retaliation Parries sind und wieso auch keiner hier mehr auf Slicer gehen möchte. Seht ihr das? Zack, Bubble Tear weg, Tearskip weg. Das hat richtig wehgetan. Und ich glaube, dieser Scorpion Charm mit dem zusätzlichen physischen Schaden, den man hier nochmal erhält. Ja, klar. Noch mal ganz schön weh. Stimmt. Also ist zwar nicht so viel, weil viele ja auf hohe Inskalierung gehen, aber der Schaden tut trotzdem weh beim Parry mit dem Scorpion. Der wird ja nun auch vervielfacht, das stimmt schon. Also wir werden sehen. Ja. Ich zähle dich rein, wenn du bereit bist. Es wird ein Matchpoint-Casting hier, ich sehe das schon. Es wird vielleicht ein Matchpoint-Casting für dich. Dann schauen wir mal. Und dann in der Rückrunde, nächste Runde für im Finale. Ich zähle dich rein. In 4, 3, 2, 1, go. Der Matchpoint beginnt, meine Lieben. Bean auf der blauen Seite könnte hier schon den Sieg einfahren und ins Bracket Reset uns leiten. Denn Space Ranger ist der Finalist, der aus dem
Main Bracket hervorgegangen ist und Bean hat sich aus dem Losers Bracket emporgekämpft. Das heißt, wenn Bean gewinnt, dann schauen wir auf den Bracket Reset. Wenn Space Ranger gewinnt, ist das Turnier vorbei. Dementsprechend ist das jetzt hier der Matchpoint für dieses Finale für Bean. Mal schauen, was er draus macht. Hier wieder der Parry vom Starshower für den kleinen, aber feinen Carrion Phalanx über dem Kopf, der ihm da nochmal ein bisschen Counter-Damage gewährt eventuell. Interessant, auch Space Ranger setzt sehr stark auf die Starshowers. Man kann, aber man muss auch sagen, dadurch, dass eben die Leute so viel Angst vor dem Slicern haben und nicht mehr so nah an den Gegner rangehen, ist der Starshower stark, weil der Counter gegen Starshower ist, einfach nah an den Gegner zu rennen, durchzurollen und dann trifft dich eigentlich davon nichts mehr. Aber die Leute haben zu viel Angst vor Parries. An der Stelle frage ich mich aber auch wieder, wo sind die Piercers? Es ist verdammt schwer, einen Piercer zu parryen, wenn man ihn richtig spaced. Also wenn man nicht zu nah dran steht, während man ihn nutzt. Aber die Spieler scheinen hier zu großen Respekt zu haben, den Piercer zu usen. Vielleicht wissen die auch mehr als wir. Wahrscheinlich wissen die mehr als wir. Ich bin gespannt, ob noch ein Piercer rauskommt jedenfalls. Aber ich glaube, die haben den nicht mal dabei. Da wird geparried hin und her. Bean jetzt im Moment im Hintertreffen. Ne, stimmt gar nicht. Space Rangers Bubble Tier ist ja schon gepoppt. Das heißt, Bean hat hier den Lead. Kann aber noch immer ins Aus geparried werden. Da ist die Bubble Tier gepoppt. Beide Spieler jetzt relativ gleich auf. Wir sind schon auf 300 HP Health Difference, was in so einem Turnier relativ... Und der Bracket Reset Bean ballert den vierten Parry, oder? Oder der dritte Parry? Insane. Da waren bestimmt schon 8 Parrys oder 6 Parrys, die in diesem Magia-Turnier gelandet haben. Das ist insane. Ja. Aber ich finde, ein verdienter Nerf gegen Slicer, absolut. Ich bin nicht dafür, dass wir Parrys rausnehmen sollten. Nö, auf gar keinen Fall. Wir können ja überlegen beim nächsten Mal, ob wir Parry-Waffen rausnehmen, damit die Leute nur 700er Parrys bekommen oder so. Das wäre noch eine Idee. Ja. Aber wir werden eh sehen, erstmal, wie es nach dem... Ich denke, der meiste Schaden hier wird tatsächlich auch dadurch verursacht, dass der physische Schaden durch den Scorpion Charm auch so runtergeht. Das ist nicht zu unterschätzen, weil ich, soweit ich mich noch erinnern kann, ist es ja beim Parry so, dass der Gesamtschaden eurer Waffe ohne, also oder die Verteidigung sehr weniger, also geringere Rolle spielt, als jetzt bei normalen Angriffen. Also wenn ihr jetzt zum Beispiel mit einem Splitscaling von Elemental auf einer Waffe 660 Schaden habt, und normalerweise mit Heavy oder mit Keen nur 600 Schaden machen würdet, ist das ja im normalen Kampf relativ gleich auf. Aber bei einem Parry, bei einem Crit, ist 660 Schaden mit Elemental Schaden deutlich höher als von reinem physischen. Ondo! Und wir zählen dich rein, mein Lieber, in die erste Runde dieses Bracket Resets. Wie gesagt, Bean kam aus dem Losers Bracket, hat jetzt das erste Finale gewonnen und wir schauen aufs große Finale des Magie-Turniers 2024 in 3, 2, 1, Fight! Ja, damit hier ein Best of 4, das heißt, es wird schneller entschieden. Jetzt ist der Pressure aber auch nochmal auf beiden Spielern relativ hoch, weil sie relativ hier schnell mit nur 3 Siegen in diesem Best of 4 rausholen können. Hier der Frostborn nochmal auf Bean, sehr, sehr sneaky auf Space Ranger gelandet, was ich auch sehr schön finde, da Space Ranger anscheinend hier das Rickety Shield verwendet. Allerdings finde ich es bis jetzt immer noch bemerkenswert, dass Bean so viele Frostpotte hittet, was sehr, sehr stark ist. Was natürlich auch nochmal den Schaden, den er austeilt gegen Space Ranger hier erhöht. Space Ranger ist nur noch auf 1200 HP runter. Das ist mal eine Hausnummer, das ist mal eine Ansage hier von Bean in diesem Bracket Reset. Und damit, Bean hat hier wahrscheinlich sogar noch, wartet gerade darauf, seinen Mana regenerieren zu können oder Space zu punishen. Er dürfte jetzt nicht mehr allzu viel Mana haben, da er relativ passiv spielt, wie hier gut zu sehen ist. Kann hier nochmal parryen, hat nochmal ein paar Phalanx damit rausgenommen. Und hier für die Jumping Swift Shards vom Glintstone sind auch sehr schön hier von Seiten von Bean aus. Space Ranger schafft es hier nochmal Mana zu trinken, wird dann aber gepunished von Bean. Und Bean momentan in einem sehr komfortablen HP-Lead. Space Ranger auch schon ohne Bubble Tier. Bubble Tier wurde vorhin schon bereits gepoppt. Bean hier wieder am parryen, schön am parryen. Phalanx bauen natürlich auch einen gewissen Druck aus auf, was wir hier gerade sehen können, in der Ecke. Vielleicht will er das jetzt auch ein bisschen stagen, also verzögern mit mehreren Space Grabs und so weiter. Und hier kann er auch trinken. Sehr schön, sehr klug von Bean gespielt. Bean hat noch die Bubble Tier.
Space geht hier für den Sneaky Parry. Also beide hier absolut respektieren den Slicer Parry, was auch sehr schön zu sehen ist. Da ja viele am Anfang gemeint hatten, dass wir hier hauptsächlich nur Slicer into Slicer sehen werden. Bis jetzt aber absolut beide wieder zurück im Neutral. Ist noch drinne für Space Ranger, diese erste Runde zu holen, auch nicht zu unterschätzen. Aber Space ist jetzt gerade mehr ein bisschen passiv, da er wahrscheinlich Mana regenerieren muss. Jetzt kommt er wieder mit seinem Slicer und wird weggeparried von Bean. Wow. Nicht mal 2 Minuten. Fast jede Runde hatten wir einen Parry-Finish. Wow. Jesus. Bean holt einen Parry nach dem anderen hier raus. Space lässt sich baiten. Was bleibt uns da noch groß zu sagen? Ich glaube, Space muss jetzt zeigen, was ihn so ausmacht, nämlich, dass er so krass darin ist, zu adaptieren. Ich hoffe, dass wir es noch sehen. Man muss halt sagen, wie gesagt, Bean hat diesen Demon-Mode, wenn er einmal irgendwie in Bedrängnis ist. Und er war in Bedrängnis. Er war kurz davor, aus dem Turnier zu fliegen. Er hat sich wieder komplett hochgearbeitet und ballert jetzt hier einen nach dem anderen raus. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht, was wir jetzt noch sehen. Ob Bean jetzt hier tatsächlich mit Parrys das Ganze finisht. Es ist und bleibt verdammt spannend für mich. Ja, sehr, sehr spannend. Sehr schön auch hier. Bean war natürlich im HP-Vorteil, er hätte das solide noch runterspielen können, aber dieser Parry-Finish, der war noch das Ü-Tüpfelchen obendrauf auf seinem bis jetzt sehr, sehr guten, sehr soliden Gameplay. Und ja, momentan sieht es noch danach aus, als ob Space Ranger etwas geswappt hat. Vielleicht ist ja Space Ranger jetzt doch für das Rickety Shield gegangen. Ich bin gespannt, Ondo. Und damit würde ich dich auch einzählen in dieses nächste Match in 4, 3, 2, 1, go. Los geht's und Bean haut direkt Pebbles raus und verschafft sich den Early Lead. Space diesmal mit den Glint Blades, die ihm schon relativ viel Glück gebracht haben. Ich glaube, die hat er vermisst in seinem aktuellen Bild. Hat er nochmal reingezogen. Ich glaube, die hatten wir nicht gesehen von ihm im Match bis jetzt. Hier jetzt quasi, um nochmal die Notleine zu ziehen. Mit den Glint Blades. Ich bin gespannt, ob wir einen Piercer sehen. Ich warte immer noch auf den Piercer. Es ist verdammt strong. Es Rollcatch, die Hitbox ist jenseits von sinnvoll, von dem, was man sieht. Die Piercer-Hitbox geht einfach auch hinter den Charakter. Bin gespannt. Wir sehen hier auf jeden Fall, es fliegt wieder einiges hin und her. Die Geschosse werden geworfen. Hier Frostport, aber Space kommt nochmal raus. Bean hält die Führung standhaft. Jetzt wird hier hin und her gepäppelt. Das wird Space aber so nicht zum Sieg bringen. Krass, wie Bean hier Space tatsächlich liest und ihn auch ein bisschen vorführt. Kann man schon so sagen. Bean ist hier tatsächlich deutlich selbstbewusster in diesem Fight. Aber Space, gewohnt ruhig, gewohnt berechnend, lässt sich nichts nehmen. Der rote Spieler hier steht an der Wand, mit dem Rücken zur Wand und ballert Spells. Gar kein Problem für ihn. Da kommen wieder die Glint Blades. Bean ist so bereit, hier mit dem Slicer zu traden. Es sind Mindgames. Jeder Slicer ist potenziell eine 2000 oder 1600 Damage Klatsche. Go Mean Bean, wird im Chat geschrieben. Wir werden es sehen. Wird Bean hier mit dem Parry dieses Turnier einfahren? Ha! Space will den Parry. Es ist jetzt auch die sicherste Variante, das Ganze mit einem Parry heimzubringen. Von beiden Seiten. Be no beaning no more. Ja, Space Ranger nimmt hier tatsächlich den Lead auch im Moment. Aber ein Parry kann alles beenden. Beide Spieler werden sich jetzt vorsehen, noch einen Slicer zu ballern. Bean the Beam. So true. Da fliegen wieder die Pebbles. Pebble wurde verwandelt mit der Carrion Phalanx. Bean jetzt hier entspannt am Mana-Trank suppeln. Da werden die Glitblades vorbereitet. Boah, das war gefährlich hier. Auch mit den drohenden Glintblades hätte Space das hier einfach parryen können und das wäre das Ende von dieser Runde gewesen. Aber Bean lässt sich, Space lässt sich hier tatsächlich ein bisschen lumpen. Es scheint mir fast, als wäre ein bisschen worn down. Wir werden sehen, ob er es trotzdem noch heimbringen kann. Wir dürfen nicht vergessen, Space ist trotzdem einer der Spieler von Elden Ring. Hier sehen wir es auch schön, wenn man nah dran ist, durch den Starshower durchrollen und man kommt schadensfrei durch.
Auf die Nähe würde ich dann auch gar nicht mehr mit Perry probieren, aber sie machen es trotzdem. Bean jetzt extrem low. Das könnte Spaces Runde sein. Wir sind gespannt. Die letzten HP. Beide Spieler jetzt hier relativ in der Mitte. Beans, Ned, die Pakete sind verloren worden und Space Ranger holt sich den Paket-Loss-Sieg. 47 HP hatte Bean ja, am Ende. Unlucky, unfort. Bestie. Das war jetzt aber auch schon über 3 Minuten. Also beide hatten absolut Respekt hier. Vom Perry, vom Slicer Perry. Ja. Eigentlich so, wie wir uns einen Mage-Matchup vorstellen. Jetzt sehen wir wirklich die stärksten Spells, die auf mittlere Reichweite vermutlich gespielt werden gerne. Wir sehen nicht mehr so viel, wie soll man sagen, Adulas Moonblade. Vielleicht auch nicht mehr so viele, was hatten wir noch drin? Stars of Rune hatten wir ganz am Anfang, glaube ich, auch mal. Oder auch Windstone Arc. Leider nicht mehr so viel, aber es kristallisiert natürlich jetzt auch nochmal heraus, was sehr, sehr stark auf mittlere Distanz auch gerne gespielt wird. Hier klar, dieser Swift Glintstone Grab ist sehr, sehr stark, auch als Punish. Und damit hat Space ihn auch hier gefinished. Ja, Bean bis jetzt trotzdem sehr, sehr, sehr solide. Space hat hier den Ausgleich erzielt mit 1 gegen 1. Und ja, ich hatte bis jetzt selten so ein dynamisches Finale, wie man hier gut sehen konnte. In diesem gezwungenen Mirror-Match auch, nicht wahr? Ich zähle dich rein, mein Lieber. Mach dich bereit. Es geht los. In 3, 2, 1, 0. Damit geht es los. Wir sehen hier sogar den ersten Punish von Seiten von Space. Bean geht jetzt hier für die Scraps und zwar auch für... Er hat jetzt sogar, glaube ich, die Magie-Defense gerade erhöht, wie wir hier sehen konnten, mit einer Magic Liver. Auch interessant. Wird sich zeigen, ob wie gut sich das noch rausspielt. Hier kann jetzt auch ein paar Hits auf Space Ranger landen. Versucht nochmal mit einem Frostpot. Noch ein Frostpot. Space Ranger erwartet jetzt aber Frostpot und wird da sogar gehittet vom Frostpot. Jetzt ist Space Ranger natürlich stark im Buff-Defizit, könnte man hier schön sagen. Der Swift Glintstone Scrap wird hier auch nochmal durchgedrückt von Seiten von Bean. Und Bean ist jetzt ziemlich selbstbewusst, dass er das Ganze hier, diese Runde, sehr, sehr leicht nach Hause bringen kann. Sieht momentan so aus. Beide sind zwar zurück im YouTube, aber Bean hier auch sehr schön am Pressuren mit dem Swift Glintstone Scrap. Wie gesagt, sehr, sehr starker Spell, kommt sehr schnell raus und man kann vor allen Dingen danach auch sehr leicht wieder rollen. Und hier den ersten Head Scratcher von Bean heute in diesem Turnier. Aber Space konnte den nicht nachsetzen, sondern musste hier selber für sein eigenes Mana Flask gehen. Und damit hat sogar Bean noch einen leichten Punish auf Space Ranger drauf bekommen. Bean hier in einem komfortablen 300-Punkte-Lead, muss aber noch nichts aussagen, wie wir sehen konnten, vor allen Dingen vorhin auch durch Parries oder so. Hier jetzt für ein paar Slicer, aber Slicer zu landen ist echt schwierig. Und wie gesagt, man könnte auch einfach hier für einen Piercer mal reingehen. Wenn man den vielleicht noch ein bisschen verzögert, dann Panic Rollt der ein oder andere und dann den Fully Charged landet, das tut richtig weh, aber bis jetzt keine Piercer hier. Hier Bean kann aber weiterhin seine Mitte halten, ist relativ beide zurück in Neutral. Space Ranger jetzt etwas niedriger. Wir werden wahrscheinlich auch bald sehen, dass hier die Bubble Tier genau von Space gepoppt wird. Bean auf 900 runter, hat aber wie gesagt noch seine Bubble Tier. Momentan beide benutzen hier relativ viele Glintstone Scraps, um einfach diese Pressure aufrechtzuerhalten. Die ermöglichen natürlich auch hier der Heilung im Gesicht und der Parry Finish von Bean. Da wurde jemand zu gredig. Wie würde man sagen im Englischen? Overzealous. Wow, Bean. Wie viele Parries hatten wir jetzt? Letzten sechs Matches. Hast du gerade gesagt, da wurde jemand zu greedy und da hast du. Ja, Space, ja, es war wieder ein Parry. Mehr nachdrücken, ja. Und bis jetzt echt, jede Runde, fast jede Runde hatten wir einen Parry von Bean. Ich bin beeindruckt. Yeah, er weiß anscheinend auch die Parries zu timen. Das ist sehr interessant und sehr, sehr gute Game Knowledge hier von Bean. Musste anscheinend auch noch ein bisschen warm werden, wie wir am Anfang gesehen haben. Ist ja einmal ins Losers Bracket runtergefallen, aber hey, hat er solide sich wieder hochgespielt. Bean, you have to play one more, you're not finished yet. Look at him. Bean is already finished. 3, 2, 1, fight! Yo. Ja, hier, der Swift Glintstone Scrap kommt raus von Space Ranger, aber Bean kann hier eventuell doch noch mehr Schaden effektiv durchdrücken. Wird jetzt hier aber öfter von den Swift Scraps, Glintstone Scraps gehittet. Hat natürlich wehgetan. Hier der Frostpot auf Space Ranger drauf. Bean hier zwar im Health-Defizit, aber er hat natürlich den Debuff auf Space Ranger drauf, der jetzt keine Möglichkeit momentan bis jetzt hatte, den mit Bolosses zu heilen. Dennoch, Space hat hier einen relativ komfortablen HP momentan noch. Und ja, bis jetzt beide im Neutral, beide wollen natürlich nicht reingehen, wie wir sehen konnten, vorhin schon aus
einem guten Grund, und zwar dem Parry, dem Carrion Retaliation Parry gegen Slicer. Was witzigerweise, jetzt hatten wir Uno Reverse, hier wurde ja schon im Chat gehatet, dass es Parry only ist, Parry Scams. Aber before guys, we had only, only Slicer, und daher finde ich das recht gut. Hier kommt der Counter. Boom, AP weg. Zack. Uno Reverse. Oh, damit steht es 2 zu 2. Ja, so ist das. Kein Piercer, no Piercers, aber Slicer. Naja, vielleicht mal das Piercer ausprobieren. Bro. Oder was natürlich auch sehr, sehr stark ist, Close-Up, wenn man nicht für Slicer gehen will, ist Close-Up auch Gravity Fans ist auch sehr stark. Weil das natürlich auch durch so ein Parry durchgeht und nicht geparried werden kann. Also wir haben hier wieder gesehen, 1A, wie strong die Parries in diesem Turnier sind und wie sehr man aufpassen muss bei den Slicern. Die Slicer bleiben eine gute Wahl, aber man muss sich bei jedem Slicer ganz genau überlegen, was man da macht. Jetzt sehen wir wirklich den spannendsten Punkt, den ein Turnier haben kann. Bracket Reset, wow. Matchpoint. Wer von beiden nimmt die 100 Euro heute in die Tasche? Ich bin gespannt. Willst du die Ehre haben, dein Turnier heute das finale Match von diesem Magier-Turnier zu casten, Ondo? I will do it, I will do it. You will do it. Okay, dann zähle ich dich rein. Beide unsere Contestants sind hier ready. Beide können es vielleicht kaum noch erwarten. Es geht los in 4, 3, 2, 1, go. Und das letzte Match beginnt. Beide Spieler geben sich alles. Hier werden direkt die Scraps gezündet und ein Pebble oben rein. Allerdings ging aus diesem Trade, wenn ich richtig sehe, Space Ranger siegreich hervor. Wir sehen hier einen Blessed Dude Talisman, jetzt Bob auf Scorpion. Beide Spieler, nein, nur Space spielt den Scorpion noch. Keine Angst hier vor den Misery Court Parries. Es wird insane. Beide Spieler sind ziemlich heiß dafür, dass es um so viel geht. Es bleibt definitiv sehr, sehr spannend an der Stelle. Es fliegen die Pebbles. Man will hier keine Opener mehr geben für Parries. Dieses letzte Match soll, diese letzte Runde soll wohl nicht durch den Parry entschieden werden. Ich bin gespannt, wer von beiden hier die Oberhand behält. Im Moment sieht es gut für Space Ranger aus. Es wäre natürlich wahrscheinlich für ihn schön, hier wenigstens den Sieg einzufahren, nachdem er in den Finals bezwungen wurde von diesem Bohnenspieler. Aber wir werden sehen, ob Bean hier nochmal den Parry ziehen kann. Ich bin gespannt. Da fliegt der Frostbot schön auch aus dem 180-Turn. Ich glaube, Space Ranger konnte das aber hören. Der Frostbot hat ja diesen Distinct Sound. Space Ranger hier jetzt definitiv vorne. Regeneriert auch langsam immer weiter hoch. Bean rollt hier durch den Starshower hindurch. Geht hier für den Slicer. Das war ganz schön mutig. Der hätte tatsächlich schon geparried werden können. Es ist crazy. Wohin führt uns das Ganze? Da kommen die Glintblades. Ah, nur ein Glintblade. Denkt dran, die hauen trotzdem für 400 Damage rein oder so. Die Glintblades sind insane. Auch auf dem Full, auf unregulierten Builds sind die mega, mega strong für Invasions, egal wo. Hier kommen die Scraps, gepunished direkt von einem Pebble. Wohin das Ganze führt, wir werden es bald sehen. Bean und Space hier ziemlich ebenbürtig in diesem letzten Match. Es wird nochmal richtig, richtig spannend. Die Mitte jetzt. Da sehen wir einen Kampf, der Slicer, der holt den Slicer raus. Jeder Slicer treibt mir die Schweißperlen auf die Stirn. Wird es hier nochmal einen Parry-Finish geben oder spielen die sich schön runter? Wird es einen Parry-Scam sogar? Gravity Stone Fan wird hier im Chat angesprochen. Ja, definitiv. It's very, very strong. We don't see it that much, though. People tend to use the scraps. Je mehr Parries, Attempts, es ist. Die Leute wollen hier den Parry-Scam. Wir wollen den Tier-Skip einfach sehen. Da kommt der Frostpot. Jetzt ist es übel für Space Ranger. Bean ist aber noch immer hinten dran. Hier die Bubble-Tier gepoppt. Da kommen die Scraps. Es werden richtig viele Scraps. Bean parryt seine eigenen Scraps für den Carrion Phalanx. Parryt hier auch nochmal den Pebble. Das ist ja absolut crazy, was hier passiert. Ja, die Tier ist fast ausgelaufen. Ist sie gerade ausgelaufen bei Space? 3-Minuten-Marke, ja. Noch nicht. Nein, die wurden beide gepoppt von beiden Spielern. Beide auf großen HP. Ich dachte gerade kurz, sie wäre ausgelaufen bei Space. Das ist auf jeden Fall mega, mega spannend.
Es geht weiter hier. Er rollt durch. Ist er durchgekommen? Ich glaube, er ist komplett schadensfrei durchgekommen. Insane. Ach. Oh. Space ist so bereit jetzt zu parryen. Es geht um die Wurst. Wer kriegt die Kohle? Ich kann es mir kaum anschauen. Da fliegen die Spells. Space Ranger leicht noch im Vorteil. Ja, der Hit war wichtig. Jetzt wieder relativ ebenbürtig. Das ist nochmal spannend an der Stelle. Es geht hin und her. Der Frostpot. Space. Beans Frostpots sind so on point. Space war in diesen Matches mehr gefrostet, als dass er nicht gefrostet war, sag ich mal vorsichtig. Das stimmt nicht, aber es ist schon. Er war schon sehr, sehr viel gefrostet. Weiter geht's. 30 Sekunden Frost jetzt für Space. Er kann sich keine Trades erlauben in diesem Zustand. Vor allem nicht jetzt, da er auch noch mit HP im Hintertreffen ist. Bean sieht ganz so aus, als würde er das hier heimholen. Jetzt hilft eigentlich nur noch, in den Nahkampf zu gehen für Space und den Parry zu forcen. Und da ist der Finish durch die Glintblade. GG, Bean gewinnt. Wow. Glintblade Finish. Wow. Bean, das hatten wir noch nie. Den Sieg. Den Finish von der Ash of War, die sonst so schlecht war mit dem Tracking. Alter Falter. GG's. Das war ein Finale, oder? Ja. Wow. Was für ein geiles Match. Was für ein geiles Turnier. Danke, Memorook. Thanks, Memorook, for this nice ruleset. He did it. It was very fun. Danke an alle, die dabei waren. Thanks for the participants. Great matches. Great everything. Big love. Wir sehen uns auf jeden Fall, wenn ihr wollt, um 20 Uhr nochmal. Die Sieger werden natürlich noch ein bisschen gekürt. Liebe geht raus. Danke für die Match, Leute. It was the last time we could have that in Vanilla. So, das letzte Mal, dass wir sowas in Vanilla haben können. Ja, sehr spannend. Es war einfach absolut knapp. Du hast richtig gesehen, beide sind absolut auf der Höhe von dem so ein Finale, vom Niveau her. War absolut wow. Da haben wir am Ende echt nochmal richtig delivered bekommen von beiden. Ja. Die ganzen Matches, die wir hatten. Es war so knapp. Erst das 2-1 mit Bean gegen Ruth. Dann nochmal der Uno Reverse Swipe von Bean im ersten Finale-Bracket. Und vorhin auch Space Ranger gegen Ruth. War auch verdammt knapp. Also echt viele gute Matches. Und das sollte jetzt echt nochmal zeigen, was relativ stark ist. Klar, Perry war stark hier, aber das war auch gewollt, weil sonst hätten wir noch viel, viel mehr Slicer gesehen, wie wir vorhin schon zum Beispiel mit Brondegold und Space auch sehen konnten. Aber hier absolut nochmal Respekt an Bean, der sich aus dem Losers Bracket zurückgekämpft hat. Absolut. Wurde wahrscheinlich dann erst noch ein bisschen warm über die Zeit hinweg. Ja, und Ondo, damit überlasse ich das letzte Wort für heute dir. Ja, ich möchte mich nochmal bedanken bei Memorook, dem Guten hier, der die beiden Turniere mit uns durchgecastet hat, der hier die Stellung gehalten hat, beim Ruleset mitgemacht hat. Danke an Guts, der im Hintergrund geballert hat. Danke an alle Participants. Thanks on all for all participants. Thanks for the Den Team, for the Mods and the Overlay. Kisses. Ade. Tschüss. Ja, war krass. Ja, Leute, Küsschen gehen raus, ne? Ich hab mich nicht gemutet. Kisses.